So, guten Tag. So, herzlich willkommen. Auf dem Mittwoch. Wir spielen kein BDO. I hear the voice of fate. Wir spielen... my name in humble supplication. Ja, das war natürlich jetzt heftig hier. Erstmal hier den Audio einstellen. Gut, brauchen wir hier Audio da, Audio. Jayla, hallo. Hallo, guten Abend, Jayla. Lass mich kurz die Lautstärke hier einstellen, die Musiklautstärke. Ich gehe mal auf 5 runter, mal sehen, ob das so passt. Wie geht's, Jayla? I do worry about the well-being of my retinue during my... Ist aber hier, ne? Ordentlich laut. So, Ton. Sprachlautstärke gehen wir auch mal runter auf 5. Lautstärke der Soundeffekte auch mal auf 5. Ja, hat er das jetzt gemacht oder nicht? Ton. Gehen wir mal hier runter. Ja, ich glaube, so ist okay. So, also. Sockern! Dankeschön, Sockern. Ich muss mal kurz hier... Wartet mal. Ich muss das erstmal hier alles... Das ist irgendwie hier so ein bisschen... Sockern, dafür bekommst du ein ganz dickes, fettes Herzchen und ein Legit. So, jetzt aber... Erstmal hier wieder einstellen. Ich muss hier nämlich immer raus. Irgendwie springt der immer raus. Ist wahrscheinlich wegen dem, weil ich kein Vollbild gemacht habe. So, jetzt aber. Herzlich willkommen zu einem Mittwoch ohne BDO. Denn BDO hatte ja gestern Serverstart und heute keine Patch Notes. Deswegen habe ich gesagt, gut, spielen wir denn auch mal ein angesagtes Spiel, ein Trendgame, ein sogenanntes... Hype-Game, was sozusagen momentan sehr gehypt wird. Ich wollte das übrigens schon am Sonntag anspielen. Leider hat mir der Downloader aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und damit erstmal so willkommen, Jayla. Willkommen, Telas. Willkommen, Sorkan. Danke, Sorkan, für deinen Host, deinen Resub. Nein, noch nicht Host, Resub im 9. Monat. Wahnsinn, Wahnsinn. Du kriegst bald die Krone, ne? Das weißt du, ist dir klar, ne? Du bist jetzt Offi. So wie es aussieht, hast du jetzt einen Offizier und du wirst bald die Krone erhalten, ne? Wenn du weiter so machst, ab 12 Monate, gibt's die Krone. Nun bin ich Max-Polizei, genau. Max-Polizei, also eigentlich nur jemand mit einer Mütze. Gut, danke, sagt Jayla. Wichtiger ist doch, wie es dir geht's dir. Hoffe, alles soweit okay. Ja, es ist, okay. Also nach diesen beiden OPs, die ich hatte, es geht langsam, aber sicher, es geht bergauf, aber Stück für Stück halt eben. Man darf nicht so viel erwarten, es dauert halt eine Weile. Aber es geht soweit gut. Ich habe super gute Nachrichten am Montag gekriegt und das hat mich natürlich sehr gefreut halt eben, dass ich dann gesagt habe, yeah, geil. Das Leben ist geil. Das Leben ist geil. Runtergeladen war, ja, Jayla, genau. Also... Muss ich sagen, es hat lange gedauert. Wie gesagt, ich wollte es am Sonntag schon anspielen. Ich wollte einen extra Stream damit machen, aber leider war der Download bei 0,2, 0,3. Hatte mich auch bei Sorkan, glaube ich, aufgeregt. Weil es nicht voranging. Dann habe ich den Launcher geschlossen, weil ich dann den Rechnerabend ausgemacht habe. Und als ich dann nächsten Tag wieder neu starten wollte, sagt er mir, falsche Launcher-Version, bitte Launcher nochmal neu installieren. Also habe ich den Launcher neu installiert und ich musste wieder von vorne anfangen mit wieder 0,3. Und da kannst du dir vorstellen, dass ich einen Hals gekriegt habe und jetzt habe ich das einfach mal laufen lassen. Ja, bei mir hat er dann eine falsche Launcher-Version gemeldet. Aber ich habe ja gestern schon gespielt. Bin ja schon ein bisschen weiter. Wir fangen jetzt also nicht vom Urschleim an, sondern zur kleinen Info. Wer Genshin Impact nicht kennt, so erstmal zum Übersicht. Autsch, ja, autsch. Genshin Impact ist ein RPG... Ein Anime-Manga-RPG aus China von MyHoYo heißt die Firma.
Und die haben dieses Spiel Free-to-Play gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen einer Mischung aus Zelda, eine Mischung aus Pokémon und eine Mischung aus Avatar. So erinnert mich das ein bisschen. Und es ist ein ziemlich cooles Ding. Man hat natürlich kein MMO, wie man sich das vorstellt. Es ist ein RPG, aber eben halt mit Koop-Elementen. Heißt also, ab Stufe 16 kann man dann mit anderen Leuten zusammen Monster jagen gehen. Man kann die Instanzen, diese sogenannten Herausforderungen, kann man dann halt eben, ja, bestreiten. Ne? Das ist quasi Genshin Impact. Das Ganze funktioniert aber auch noch anders. Genshin hat ein sogenanntes Gacha-System. Wer das nicht kennt, ein Gacha-System ist einfach Kisten aufmachen und hoffen, dass man das Beste rausbekommt halt. So muss man sich das vorstellen. Mal sehen, warte mal, wo war denn hier der Shop? Ist das hier der Shop? Ne, das ist hier Carpe Diem, Vorbestimmung. Ich glaube, das ist hier der Shop, ne? Ja, das ist hier der Shop. Und da kann man hier sogenannte, hier so eine Seelen, kann man beten. Und dann gibt es hier so verschiedene Sachen. Und wenn man dann da drauf klickt und man hat jetzt ein Gebet, ich klicke mal drauf, ich habe jetzt ein Gebet. Ja? Dann öffnet er das jetzt und hoffe, dass ich natürlich jetzt gleich den Besten bekomme. Snipehype 305, herzlich willkommen. Und es ist ein Bogen. Alte Scharfschützen. Nicht schlecht. Wäre schön, wenn ich einen NPC bekomme halt. So, das habe ich auch gelesen. Sorgan hat bei mir leider nicht geklappt. Bei meinem Mann ging das. Okay. Also mit dem einfach pausieren. Ich habe den, leider habe ich den geschlossen halt, Sorgan, ne? F3, ja. Ja, es geht soweit, Snipe. Alles gut, alles gut. Und bei dir? Weil Zahlungsmöglichkeiten nur Kreditkarte. Ja, das ist halt eben dieses Gacha-System. Das heißt, diese Gebete, die kann man einmal erspielen. Also über längere Spiel-Sessions kann man diese Gebete erspielen oder diese. Oder man kann sie halt auch kaufen. Das muss man dazu sagen. Das ist halt eben Genshin Impact. Wer halt Geld investieren möchte und die Entwickler unterstützt, man darf nicht vergessen. Müsst ihr das machen? So, ja, Amboss. Dankeschön. Für dein Follow. Also, wer, sagen wir es mal so, das Spiel unterstützen möchte, es ist ein tolles Game. Und man muss dazu sagen, das ist kostenlos, es ist Free-to-Play. Und man darf nicht vergessen, ein Free-to-Play-Spiel, also wirklich ein Free-to-Play-Spiel, muss auch sich irgendwie finanzieren. Das ist in jedem Free-to-Play-Spiel ist das so. Und das, was mir hier geboten wird in dem Spiel, es ist kein PvP-Spiel, es ist ein reines PvE-Spiel, obwohl PvP-Arenen geplant sind, aber es ist kein PvP, sondern ein reines PvE-Spiel, wo man sich um die Aufarbeitung seines Charakters kümmert, seine Verstärkung seiner Charaktere und immer besser, immer höher, immer weiter geht und sich einfach nur um die Spielwelt und um den Charakter kümmert. Niemals Standard öffnen. Genau, niemals Standard öffnen, immer D-Log machen. D-Log ist immer ganz wichtig. Ja, hier Standard, hier minus 20% Gebet für Anfänger. Nee. Ich hab ja Glück gehabt. Ich habe ja Fischli bekommen hier. Ne? Also Fischli hier könnt ihr ja sehen. Hier unten habt ihr dann so die ganzen Sachen, die ich momentan habe. Ich habe Figurenauswahl. Den habe ich genommen. Amber. Dann Fischl. Kaya. Das sind so die Standardcharaktere. Und Lisa. Nur Lisa kriege ich momentan nicht irgendwie... Kriege ich irgendwie nicht gerade, wahrscheinlich liegt das an der Story, ich kriege sie momentan irgendwie nicht eingebastelt in das ganze Setup, weil ich nur 4 Charaktere habe. Also ihr seht, 5 habe ich. Aber ich kann ihn nicht wählen. So, Todius. Willkommen, Todius. Alles klar. Mach nur bei Balladen auf das sind limitierte Charaktere. Aha, okay, guck mal, da weiß der Sorkan schon wieder Bescheid. Max-Tipp. Gut zu wissen, Sorkan. Gut zu wissen. Niemals Standard öffnen. Das zweite Banner ist, wenn du Wein bekommst und so weiter. Max, schau mal in deiner Post. In meiner Post, ja, warte, meine Post. Ihr, nee, das ist ja das nicht Post. Jetzt muss ich mal gucken, wo war denn hier nochmal die Post? 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 Nee, Post ist auch nicht. Das ist Inventar, ne? Also da, wie ihr seht, da gibt es ja ganz viele Sachen halt. Ne? Es gibt Essen, es gibt hier Figurenverbesserungen, man kann die Waffen hochleveln, man kann die Waffen verstärken. Das ist, also das System ähnelt stark, nicht stark, aber es ähnelt halt eben ein, auch ein,
Nee, also BDU-System kann man nicht sagen. Es ist aber auch ein Verstärkungssystem da, ne? Oh, hier blinkt es gerade. Oh, blinken. Ich muss aufnehmen. Kinder, Spaghetti, Mignon. Jetzt kommt er aber um die Ecke hier. Jetzt kommt er um die Ecke. Wartet mal. Jetzt muss ich nochmal hier. Das ist... Jetzt ist er schon wieder raus aus dem Spiel, das Ganze. Ja. Ja, Mensch. Killer Spaghetti. Mignon. Vielen, 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 vielen Dank für deinen Resub im 5. Monat. Danke. Nummer 1. Danke Nummer 2. Danke Nummer 3. Danke Nummer 4. Danke Nummer 5. Und natürlich Sorkan. Na, da sieht man gar nichts mehr. Okay. So. Jut, also weiter geht's, Freunde. Freunde der Kunst. Ah, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich soll die Post öffnen, wurde gesagt. Post öffnen. Rody, moin Rody. So, warte mal, die Post öffnen. Wo war denn die Post nochmal? Escape. Ach, Mann, Escape, Leute. Escape, da war die Post. So. Dankeschön für die Serveröffnung. Einsammeln. Also Urgestein. Wozu das ist, werden wir noch später erfahren. Ich will euch erstmal nicht so überfordern. Ich meine, die meisten haben es eh schon gespielt. Mir gefällt das Spiel übrigens sehr gut. Es ist ein absolut cooles Spiel. Es hat keinen PvP. Es hat wirklich, wirklich mit der... Also man kann wirklich die Geschichte und auch die Landschaft erleben. Und für mich hat das Spiel so ein bisschen Potenzial. Also hat Potenzial, nicht ein bisschen, es hat Potenzial. Und Arenen, PvP-Arenen sollen ja später auch noch kommen. Also es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Und das gucken wir uns jetzt auch an. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe mal jetzt hier durch. So, wenn jetzt jemand was geschrieben hat, während jetzt da die Emotes geflogen sind, bitte nochmal schreiben, sonst nicht, dass ich da irgendwas überlese. So, wartet mal. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich muss hier rein, genau. So, ich hatte hier jetzt mittlerweile schon ein paar Sachen. Artefakte, man darf nicht vergessen, Artefakte sind sowas ähnliches wie Rüstungsteile. Da habe ich schon geguckt. Die hat auch. Der hat auch. So. Und jetzt kommt das ganz Spezielle an der ganzen Geschichte. Hier kann man auch Weltquesten erfüllen. Also man hat ja normale Questen oder auch Weltquesten. Und diese Weltquesten bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Alt-Taste gedrückt halten hier oben. Dann habt ihr hier zum Beispiel diese ganzen Questen, die jetzt momentan verfügbar sind. Und hier unten sind die Weltaufträge. Segen der Sieben und Vorbereitung ist der halbe Weg. Da bin ich jetzt gerade bei. Sammle 3 Brocken Eisen. Habe ich aber noch nicht rausgefunden, wie das geht. Ah, kannst du umwandeln für den Shop. Aha, okay, nice. Gut, also passt auf. Jetzt mal die Frage so rein in den Raum. Wie kriege ich denn hier diese Eisensachen hier? Also schießen kann ich nicht. Ist der Sound so okay? Draufhauen auf das Eisenerz. Draufhauen, okay. Ach, guck mal, mit dem Bogen geht's nicht. Ja, geil. Jayla, danke. Ich hab da mit dem Bogen draufgehauen, ne? Und das ging nicht. Ja, wieso geht das mit dem Bogen nicht? Nimm Schar mit Schwert. Okay, danke, Todius. Und Jayla auch noch, ja. Schwert drauf und Killer Spaghetti auch noch. Geht mit dem Schwert das Eisen sammeln. Aha. Wenn ich manchmal leicht und manchmal beinhart ist. Ja, so. Also, genau, da kommen wir nämlich zu. Ich meine, die meisten werden es ja kennen. Unterhalte dich mit dem Schmied Wagner. Gut, ich habe jetzt mittlerweile erstmal, wie ihr seht, die ganzen Teleporter schon geholt. Hier, einer fehlt noch. Tempel der 1000 Winde, da müssen wir noch hin. Und den müssen wir auch noch besorgen. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass man sich hier schnell hin und her teleportieren kann, ne? Mostragod, herzlich willkommen. So. Also ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Würde ich sogar auch meiner Freundin empfehlen, weil die sucht nämlich auch so ein Spiel. Die mag nämlich auch solche. What do you want? Ich habe das Eisen gesammelt, oh, gut. Yes. Der ist aber sehr nett, der Wagner, ne? Etwas schmieden lassen. Na gut, das machen wir noch nicht. Brauchen wir noch nicht. Das machen wir später mal. Wir haben ja erstmal andere Sachen. Muss erstmal gucken, was dabei rauskommt.
Hat jemand von euch schon mal? Hat jemand? Ja, ist eine tolle Grafik und ist vor allen Dingen Free-to-Play-Monster-Rot. Also, es macht super viel Spaß. Man kann da echt Zeit verbringen. Es ist ein richtiges RPG mit Koop. Nachher kannst du dich dann, wenn wir Level 16 sind, ich hoffe, ich schaffe das. Ich versuche mich ranzuhalten. Dass wir 16 werden, damit er es sehen kann. Da können wir nämlich. Die Paimon übrigens, das ist so eine Art kleines Wesen, eine kleine Elfe oder sowas. Die sind mal total niedlich. Ich habe übrigens den männlichen Char. Auch aufwerten mit Waffen, die du nicht brauchst. Genau, Telas. Genau. Da kommen wir gleich zu. Das habe ich auch schon gemacht hier mit diesem Schwert. Unter B kann man ja in die Waffen rein. Und dann sieht man ja hier zum Beispiel die Waffen. Ich habe hier aufgewertet. Man kann hier also, wenn man auf die Details geht, zum Beispiel, sagen wir mal, das Schwert. Das ist Stufe 4, ne? Geht man auf Details und dann hat man hier... Ist doch sofort anlegen. So, hier. Ist doch schon angelegt. Verstärken. Und dann kann man hier mit Verstärken, und zwar Materialien mit einem Stern, Materialien mit zwei und drei Sternen. Das bedeutet, man hat ja hier diese Materialien, also sozusagen die Waffen. Es müssen dann halt diese Waffen sein. Und dann steht ja immer eins, zwei oder drei Sterne. Und dann sagt man Material mit einem Stern und dann packt er das rein und wertet dann auf. Nimm vier Sterne, Waffe ist besser. Okay. Die Maus invertieren. Amboss, warte, guck mal. Ist doch, also kein Problem. Geht doch schnell. Können wir doch mal kurz gucken hier. Maus. Ja, wenn man jetzt hier... Oh, was nun? So, Moment. Ja, Jods. Ich war jetzt beim Schmied und kann noch nicht die Optionen. Kann ich mal raus aus dem Ganzen? Kann ich mal was klicken hier? Nope. Ist das Spiel in Steam? Nein, das ist ein extra Launcher. Den kann man so runterladen von der Website. Vielleicht können wir ja so Sachen sammeln. Hier, ja, das ist auch niedlich. Also ich finde das auch ziemlich niedlich gemacht, das Spiel. Aber wir gehen jetzt erstmal und zeigen mal ein bisschen Gameplay. Es hat so eine ganz besondere Wandmess. Ich muss, hier kann ich auch nicht mehr klicken. Ja, Jesse! Lutz! Nochmal einer. Genau, hab doch 10 Launcher. Genau, Nostragot. Dann nochmal. So, Jesse! Dankeschön für deinen 5. Resub. Dankeschön. Jetzt muss ich eh nochmal raus. Ich habe, glaube ich, hier gerade ein Problem. Ich kann hier nichts. Okay, wir müssen mal das Spiel killen. So funktioniert das natürlich nicht. Weil ich kann irgendwie nichts mehr machen. Und währenddessen kann ich mal kurz hier. Zack, 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 zack. Die Jesse Lutz im 5. Resub hier im Monat. Das ist doch unglaublich hier. Ja, ist denn schon wieder Weihnachten heute? So, wartet, ich muss es jetzt wieder starten. Spiel starten. So, MiHoYo ist natürlich, ne? Das ist mir noch gar nicht passiert, ne? Ja, Jesse, so. Also, vielen Dank alle für all euren Support, ne? Dankeschön. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Free-to-play, sage ich nur. Guckt euch das an. Das macht super viel Spaß. Ich habe gestern Abend habe ich es fertig runtergeladen gehabt. Da habe ich noch lange gespielt und habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Da habe ich gedacht, wow. Weil auch das Kampfsystem. So, jetzt können wir noch mal gucken. So, jetzt geht's wieder. Also, Steuerung, Steuergerät, Maus und Tastatur. Kameraempfindlichkeit vorne, hinten, Steuerung einstellen. Rennen, Umschalt links, Standardangriff, Spezialfähigkeit, QBC. Nein, ich glaube nicht, ne? Also hatte, glaube ich, jemand schon geschrieben? Hatte jemand schon geschrieben, ne? Genau, Rody. Und dann gleich mal spielen. Das ist super cool. So, also, passt auf. Jetzt zeige ich es euch. Jetzt zeige ich euch mal den Kampf. Das Interessante ist, das muss man dazu sagen, ihr seht ja hier diese
Diese Sachen, das sind sogenannte Finishing Moves oder wie sagt man dazu? Ultimates. Ultimates kann man sagen. Und die bekommt man halt eben dadurch, dass man kämpft mit den verschiedenen Charakteren. Ihr habt ja mehrere Charaktere. Der Kampf ist total interessant. Aus dem Grunde, weil ihr könnt mit den Tasten 1, 2, 3 und 4 könnt ihr eure Charaktere wechseln. Und jeder Charakter, der zum Beispiel hat Eis. So, wir müssen jetzt... was haben wir denn jetzt eigentlich für eine Quest? So, Rätsel der Ruinen von Arcadia. Da müssen wir hin. Und wir haben Segen der Sieben. Okay, ich sollte mal zu einer Statue gehen. Mach mal erstmal kurz hier die Weltquest. So, hier ist ja einer. Können wir uns direkt hin teleportieren zum... ach nee, das ist hier? Nee, das ist ja kein Schrein der Sieben. Das ist ja ein Tempel. Der Schrein der Sieben, das ist hier oben einer, ne? Statue der Sieben, genau. Teleportieren, da müssen wir uns hin teleportieren. Ja, Rhodey. Ja. Genau. So, und hier an der Statue, man darf ja nicht vergessen, Rhodey, das ist ja kein MMO direkt, sondern das ist ja ein RPG halt, ne? Das ist wirklich ein reines RPG für PvE und hat wenig mit einem MMO zu tun. Das darf man nicht vergessen, man muss das wirklich sagen. Aber man hat nur Koop-Elemente und Multiplayer, nicht Koop, Multiplayer-Elemente ab Stufe 16. So, und jetzt kann man hier Segen der Statue und da kann man jetzt irgendwie opfern. Ja, zum Beispiel hier wiederherstellen, kann man sich heilen, ne? Bei dem hier. Und dann kann man auch opfern. Segen, Statue der Sieben, gehen. Nee. Ich kann nicht opfern, vielleicht muss ich den anderen nehmen. Jeder Charakter levelt. Ne, wie ihr seht, meiner ist Stufe 6, Stufe 6, Stufe 4. Deswegen renne ich momentan mit Fischli rum. Fischli ist quasi so eine Bogenschützin, die Blitzschaden macht. Also ihr dürft nicht vergessen, das ist wie Pokémon und Avatar. Hier geht es um Elemente. Und jedes Element, was ihr besitzt, das ist zum Beispiel Feuer, Luft ist Animokraft. Dann habt ihr Eis, ihr habt Kyro- und Hydrokraft. Und wie ihr seht, ich tropfe, das heißt, ich bin jetzt nass. Wenn ich jetzt zum Beispiel also ein Spell von einem Kyro abkriegen, würde ich einfrieren halt, ne? Da hinten zum Beispiel. Das ist so ein Feuer. Ihr seht, über dem Balken haben die immer so ein Zeichen, das ist ein Feuerzeichen. Wenn ich jetzt also einen Blitz nehme und jetzt darauf feuere, dann kommt überladen. Bedeutet also, wenn eine Blitzkraft, also ein Blitzcharakter, auf einen Feuercharakter oder auf einen Mob oder einen Monster trifft, was Feuereffekte drauf hat, gibt es den Elementareffekt überladen. Dann gibt es verschiedene, dann gibt es den Elementareffekt schmelzen. Da zum Beispiel da hinten der. Der hat zum Beispiel gar nichts. Wenn wir jetzt den mit Feuer beschießen. Okay, gut, das war jetzt natürlich nichts. Das also ist ein ziemlich interessantes Kampfsystem. Das heißt also, ihr müsst immer gucken, was für Mobs ihr da gegen was für Mobs ihr kämpft. Und müsst dann halt gucken, welche Kombination könnt ihr da verwenden. Also welche, da zum Beispiel, das ist so ein Geist, den kann man so nehmen, glaube ich. Nee, dem muss man immer folgen, genau. Solo-Koop, ja, kann man sagen, so sieht's aus. Bin auch gleich, Jesse ist auch gleich am Spielen, guck mal an. Ja Mensch, da kann man sich ja, wenn alle 16 sind, zusammenraufen, ne? Und was zusammen machen halt. Oh, Champignons mitnehmen, ist gut zum Essen. Kochen gibt's hier auch. Es gibt sogenannte Ranglisten, gibt es, also Abenteuerringe. Je mehr man das Spiel spielt, desto höher kommt man in den Ranglisten. Und besseres Gear man hat. So, mal gucken vielleicht. Also, Feuer... Wo ist er hin? Na gut, also das sind jetzt natürlich kleine Mobs, wo ich jetzt hier bin. Wir müssen mal irgendwo hingehen, wo es größere Mobs gibt. Ah, wollte ich nur mal zeigen. So, der ist noch geschlossen. Hier müssen wir hin. Okay, wir müssen in die Richtung.
Nee, alles, nee, auf jeden Fall. Ich spiele auf jeden Fall Shadowlands. Hatte ich ja gesagt, ich kehre mit Shadowlands, kehre ich ja auch zurück. Ne, das habe ich ja auch gesagt gehabt. Das hatte ich ja euch auch versprochen. Ne, mit BFA hatte ich ja leider das Ziel nicht mehr geschafft, weil einfach die Zeit nicht mehr ausgereicht hat, die 20 in allen Mythics zu erreichen mit Randoms. Das ist einfach nicht machbar gewesen. Aber mit Shadowlands habe ich ja schon von Anfang an gesagt, dass ich bei Shadowlands auf jeden Fall zurückkehre halt, ne? So, das ist Stufe 2 Mobs. Die zum Beispiel kann man übrigens auch sehen, das ist interessant. Ihr könnt mit der mittleren Maustaste gedrückt halten, dann seht ihr die Farben. Die Farben, was sie für Mobs haben, was sie für ein Element sind zum Beispiel oder wogegen sie anfällig sind. So, es sind jetzt... Man kann auch kurze Schüsse machen, seht ihr das? Das sind aber keine Elementarkräfte. Ja, das ist so klein hier. Ihr seht, die tragen zum Beispiel grüne Waffen. Schaut mal genau hin. Grüne Waffen bedeutet Holz, bedeutet Leben. Alles, was grün ist, ist gegen Feuer. Da seht ihr das? So, und jetzt könnte ich... Okay, ist schon zu spät. Also das funktioniert dann halt wie so ein aufbauendes System halt, ne? So, und dann gehen wir mal jetzt weiter in der Quest. Ich muss ja hier diese komische... Ich bin ja hier im Low-Gebiet. Bin ich schon viel zu stark für. Ah, die kann man auch fangen hier, diese Echsen, ne? Ist eher wie Zelda, ja? Ja, genau. So eine Mischung halt, ne? Zelda, Pokémon, Avatar, so ein bisschen ist da drin. Also dieses, wenn man sieht, dieses Kampfsystem. Oh, hier ist ein Wasser. Wasser zum Beispiel. Wasser ist gut, kann man hier Eis, kann man frosten. Gefroren, habt ihr gesehen? Da kam dann gefroren. Also diese Hydrokraft reagiert auf Kyrokraft, weil er ist hier Eisspezialist. Feuerkraft wirkt auf Blitzkraft. Luftkraft wirkt auf Feuerkraft. Also das ist halt so ein System halt. Dass man halt eben dann immer nutzen kann. Man kann natürlich auch mit einem Charakter spielen. Könnt ihr auch machen. Das ist auch kein Thema. Aber effektiver ist es, wenn ihr dann eben halt verschiedene Charaktere nutzt. Ist halt eben, also wirklich effektiver vom Schaden auch, ne? So muss man das sehen. Macht die Kisten und Fässer kaputt. Das Essen ist wichtig. Okay. Oh nein! Ja, she's in trouble. Ich bin nicht in trouble. Wartet, ich muss mal kurz. Oh, die explodieren jetzt. Haben jetzt Feuer drauf. Habt ihr gesehen? Überladen. So, das ist ein Schild. Schild ist grün, wie ihr seht. Feuer drauf. Er rennt schon weg. Der haut jetzt ab. Schweinerei. Überladen, tot. Ich mag den Überladen. Da gibt es halt verschiedene Synergieeffekte. Gleich Rang 19, 18. Ich bin, glaube ich, Rang 7, glaube ich. Ne? Kann man das irgendwo einsehen? So, jetzt gehen wir mal. Jetzt habe ich genug erklärt. Jetzt gucken wir uns mal das Spiel ein bisschen an. Mit Wasser, Blitz. Ja, Wasser plus Blitz. Genau. So sieht's aus. Genau. Es macht halt auch super viel Spaß, dann eben halt auch diese Synergien rauszufinden. Ne? Diese Elementareffekte. Schmelzen, verdampfen, überladen, einfrieren. Hier, fangen. Fangt das Zeug. Das ist ganz wichtig. Kann man den fangen? Nee, den kann man nicht fangen. Man kann hier diese Echsen fangen. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Ach Gott, wenn wieder hier. So, gut. Wir sind jetzt... Wo müssen wir eigentlich hin? Ah, warte. Haben wir ja erledigt. Rätsel von Ziel verfolgen. Sprich mit dem Informanten und der Informant ist... Da.
Super, da sind wir ja gerade gewesen. Also, Pyro, Feuer auf Kryokraft trifft, ist glaube ich verdampfen. Man kann übrigens mit der Alt-Taste hier auch noch gedrückt halten, kann man sich anzeigen lassen, wo es hingeht. Super coole Story. So, warte, beten, kneten. Jessie, wie geht's dir denn? Wo war denn die Jessie? Sie war so wahrscheinlich beschäftigt. Oh ja. Informant. Why is this happening to me? I shouldn't have helped him. Jetzt glaube ich im Weg, ne? Vielleicht sollte ich ein bisschen mal hier die Kamera nach rechts schicken. So, ist vielleicht besser, ne? Him, thanks so much for saving me. You're far more reliable than those Favonius guys. Okay. Also ich hoffe, ihr könnt das alle lesen. Ah, der Chat passt ja natürlich auch wieder nicht da, ne? Hat man das jetzt alles schon dahin geschoben? So. It's nothing. He's a traveler. He has to deal with stuff like this all the time. Ich sitze immer noch vor dem Chat. Wenn es euch befriedigt, Dinos, müsst ihr das machen. Danke. Traveler? I've heard story. Oh! Jetzt habe ich zu schnell geklickt. Ich wollte die Story ja wissen. Es geht ja darum, dass wir ja jetzt dieses Versteck finden müssen für den Kaya. I didn't know how I could pay you back initially, but now I think I'll just give you the intel for free. Aber jetzt kann ich euch Informationen auch ohne Entgelt geben. Für jemanden, der sein Geld als Informant verdient, sind Freunde unermesslich wichtig. Danke ich dir recht herzlich. Ist das auch wirklich in Ordnung? Ja. Das ist übrigens die Paimon. Das ist einfach noch ein bisschen weiter rüber, damit ihr das seht. Der Text wird ja mal länger hier. Aber dann seht ihr ja unten rechts die Skills nicht. Egal, ne? So, machen wir es mal so. Captain Keule! Dankeschön! Dankeschön, Dankeschön! Mensch, wie viel hast du denn schon mittlerweile? Das ist ja unglaublich. Am Baum kannst du beten. Escape, da siehst es. Ah, Escape, sagt der Sorkan. Okay, was ist das? Bei den Aufzeichnungen war noch diese Karte. Das ist, ja, was ist das? Could this be the experts, the spot? So the clue is more like. Jetzt haben wir endlich eine Spur, aber trotzdem fühlt Paimon sich nicht schlauer. Ja. Should be a piece of cake for you, right? So, ich mach mal ja schon. Naja, wenn dir nichts einfällt, können wir auch Kaya fragen. man muss zu dem Paimon, könnt auch ein kleiner Tipp von mir. Seid mal frech zu der Paimon. So, wartet, ich muss hier kurz noch für den Captain Keule hier. So, auch noch mal. Oh, ist wieder rausgegangen hier. Mondstadt ist es. Da ist ja die Statue auf dem Bild. Okay, Mondstadt. Gut. Können wir Kaya fragen? I'll leave you the intel, so you can review it at any time. Okay, kannst du jederzeit ansehen, die Aufzeichnungen? Alles klar. In der Stadt auf dem See wohnen 3 6-armige Riesen. 2 davon beschützen die Statue, eine den Schatz der Götter. Und was soll das bedeuten? Wenn wir Kaya oder Kaya deswegen erst belästigen wollen, sollten wir uns besser anstrengen. Ja gut, das machen wir auch. Gut, Schatzspur. Blatt Papier, Hinweise. Klicke auf Verfolgen, V auf Verfolgen, so. Löse das Rätsel. Frage Kaya im Ritterorden, um Hinweise zu erhalten. Gut, dann teleportieren wir uns jetzt mal zurück. Der Ritter ist hier. Gott sei Dank habe ich schon die ganzen Teleporter mitgenommen. Wie gesagt, ich bin ja nicht am Anfang. Ich spiele das auch schon einen kleinen Moment. So. Fliegzeug. Kaya muss ja hier drinne sein. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob er da drin ist. Doch, da ist er. You're back. Looks like you got the intel. Yes and no. It's
Die Paimon ist so niedlich. Three six-armed giants reside in the city in the lake. Two guard the statue, one the treasure. Riddles. How quaint. The city in the lake is clearly Mondstadt. Also das ist sicherlich Mondstadt. Sechsarmig? Was gibt es denn hier mit sechs Armen? Das müssen doch Windmühlen sein. Hey, that's smart. Ja, wusste ich doch. A windmill has six blades. It fits. Wow, that makes sense. So out of the three windmills, two are close to the statue. Okay, Kirchturm klettern. Ist check. Machen wir gleich. But the other one is guarding. Herzlich willkommen, Stardasta. Hallo zusammen, im ersten Eindruck hat das Spiel Charme, ja. Definitiv. Oh, oh, this one Paimon knows the treasure. Let's hope it's really that simple. Ja, hoffentlich klappt das auch einfach. Komm schon, Max, wir gehen schnell zur Windmühle. Ja, komm, geh mal hin. Klicke V, um zu verfolgen. Genau, so raus. Wo man Stufe 70 sein muss. Ja, das geht richtig nachher richtig los. Also das ist ja jetzt noch alles das Gameplay. Das ist ja nachher das Endgame. Also wenn sich jemand fragt, wie das Endgame aussieht. Das heißt, nachher musst du die besten Charaktere. Also diese hier. Da gibt es ja verschiedene. Das sind ja nicht die fünf, die bei euch bleiben. Oder ihr könnt ja verschiedene erhalten. Ne? Also es gibt ja hier. Oh, jetzt habe ich sie wieder weggeklickt. Es gibt Unmassen an verschiedenen Charakteren und die sind auch so in Builds eingeteilt oder beziehungsweise wie stark sie sind halt eben, ne? Da gibt es ja, wartet mal, Genshin Impact, vielleicht finde ich das gerade. 5-Sterne-Charakterliste, hier zum Beispiel. Ich will euch das mal nur zeigen. Damit ihr auch wisst halt, was es alles gibt. Table, kann man es, hier. Es ist jetzt eine, also hier, es ist jetzt nur eine kurze Übersicht. Also das sind die Charaktere, die man alle bekommen kann. Mondstadt-Charaktere. Ne? 24 spielbare Charaktere aus zwei unterschiedlichen Regionen, Mondstadt und Liyue. Und dann gibt es Klee, Jean, Venti, Mona, Dilok. Und das sind alles, wie ihr seht, Sterne-Charaktere. Also ihr müsst wissen, die sind hier nach Sternen aufgeteilt. Also je mehr Sterne die Charaktere haben, desto stärker sind die Charaktere. Und natürlich im Endgame ist es nachher ganz wichtig, dass diese Charaktere möglichst viele Sterne haben. Und dann muss man auch noch gucken, dann gibt es ja auch bestimmte Ränge, also A-Rang, S-Rang, B-Rang, D-Rang. Da muss man dann halt gucken, welche Charaktere dann halt gut sind. Warte mal, ich habe glaube ich eine Liste, hatte ich glaube ich gehabt. Nochmal, warte mal. Genshin Impact. Damit ihr ungefähr wisst, Characters, Ranks. So, hier, Genshin Impact, Top Tier, Star Characters, Venti, S+, Qing, S, Mona, Delok, S, Quiqui und so weiter und so fort. Ne? Steht hier jedenfalls. Best Characters, Tierlist. Da sieht man das. Ja? Also das ist zum Beispiel so eine Tierlist. Da gibt es verschiedene Listen. S-Tier. Keking, Dilok, Venti, Jean, Monat, Kiki sind S-Tier. A-Tier, Xiao, Klee, Barbara, die Babsi, ne? Reza, Xiongyun, Fischl. Fischl haben wir ja auch. Fischl ist auch Rang 4, ne? Also hat, glaube ich, ist ein A-Tier-Charakter. Also wenn man Fischl schon hat, ist das schon mal gar nicht schlecht. Beim Gebet, ein 5-Sterne-Mädel. Oh, nice. Hast du Glück gehabt. Ein 5-Sterne-Mädel, wie heißt das denn? So, dann haben wir B-Tier und wir haben C-Tier halt, ne? Und dann sieht man halt eben auch die Votes, welche so am besten sind. Also, Complete-Tier-List, 510 Votes, Kicking halt, ne? Und dann sieht man auch die ganzen Fähigkeiten, was sie also haben. Also, das nur so zur Info. Also, und die sind zufällig halt, die Charaktere, die kriegt man halt zufällig, ne? Also man kann sich einige freispielen, aber einige muss man halt eben über dieses Gacha-System halt ziehen. Ne? Hat er vorhin ja erklärt, was das Gacha-System ist. Gut, also weiter geht's. Um erstmal zu verstehen und dann, wenn ihr diese tollen Charaktere auch habt, geht's ja noch weiter.
Dann geht es darum, eure Waffen und Ausrüstung zu verstärken. Ja, das ist wichtig. Ne, wenn ihr jetzt sozusagen Waffen und Ausrüstung habt, oder unter C, seht ihr das? Dann habt ihr ja hier Artefakte. Die müssen alle verbessert werden. Die können verstärkt werden nachher später und eben halt, die haben ein Tier, zum Beispiel wie hier, wie ihr seht, ich habe hier schon 3 blaue. Ne, es gibt dann auch noch lilafarbene, orangefarbene, glaube ich, gibt es noch gelbe Farben, gibt es dann auch noch. Das ist dann sozusagen, das ist dann quasi wie die Rüstung. Ne, seht ihr dann hier. So, und dann habt ihr ja noch die Waffen, die ja auch nochmal verstärkt werden müssen und auch noch eine gewisse Farbe haben halt, ne? Also könnt ihr euch ja vorstellen, wie komplex das Spiel im Endgame wird. Das Beste zu bekommen halt, ne? Und das geht dann nachher um Ränge und Ranglisten, wie hoch man im Level ist, also Abenteurerrang, welches Equip man trägt und so weiter und so fort. Also ihr habt da Unmassen zu tun. So, warte mal, wir müssen hier den Turm hoch. Oh, das war gar nicht gut. Wir klettern jetzt mal die Windmühle hoch. So, was? Rhabarbera. So, nimm mal ein Set, Max. Artefakt-Set, ja. Hatte ich glaube ich schon, ne? Warte. Wenn ich oben bin. Hauptsache, ich schaff das. Vermisst. Aha. Vermisst und gesucht. Junge Frau, blondes Haar, exotische Kleidung, sehr auffällig. Mit Hilfe und Informationen dringend benötigt. Da liest doch oben gar keiner die Informationen, ne? Gibt 2 oder 4 Teile Boni, ja. So, warte. Machen wir gleich. Die Set-Bonis, genau. Diese Bonis kann man dann einstellen. Ich hatte die nur gewählt. Oh. Schaut mal, da ist eine Blüte. Nehmen wir mit den Pilz. Hatte ich eingestellt, weil... Eine Kiste. Doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. Okay, erst in eisiger Stille zeigt sie ihr wahres Gesicht. Also es ist ein Rätsel. Die Leidenschaft der sprudelnden Quelle ist nur eine Fassade. Erst in eisiger Stille zeigt sie ihr wahres Gesicht. There's another map. Ach, noch eine okay. Auch dieses Mal ist eine Karte dabei. Wo ist das denn? Ah, hier ist Mondstadt. Wir müssen nach Süden und hier ist so, sieht so aus wie so ein Wassertropfen und da ist dann... More riddles? Paimon's dizzy already. Oh no, Paimon used up all her Paimon to let you have all the fun. Or you could get Kaya to help. Ja, dann sprechen wir mit Kaya wieder halt eben und so weiter und so fort. Genau, also nochmal, der Kinderspaghetti sagt, ich soll jetzt ein Set wählen. Bei den Artefakten, genau. Da ist doch, ne? Set-Bonus hier, Artefakt-Set-Bonus. Abenteurer-Set, 2 Teile, max 1000 LP. Wanderarzt erhöht den passiven Heileffekt der Figur um 20%. Habe ich jetzt sozusagen, ne? Das ist nicht bei allen Charakteren. Ich habe jetzt versucht, die möglichst immer dem ersten Charakter zu geben, also meinem. Hier haben wir auch 2x Set-Bonus. Ne? Details der Artefakt-Sets. Sieht man dann hier. Wanderarzt und Wanderarzt ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal. 2x Wanderarzt, ne? Weiß nicht, ob das stackt. Die hat hier LP 1000 und 30% nach jeglichen Truhen öffnen. Und der hat erstmal nur das hier. Ich gebe quasi das immer, der kriegt immer das Beste und dann geht es immer abwärts. So mache ich das immer. Genau, es gibt so 2 oder 4 Teilbonus, so sieht es aus. Ne, kannst du hier dann anwählen und dann kannst du ja hier sehen. Stellt nach Öffnen, also ich fand dieses 4 Teile nach Öffnen jeglicher Truhen 5 Sekunden lang 30% LP wieder hier. Fand ich nicht so gut, deswegen habe ich jetzt immer 2er-Set gewählt mit 1000 LP halt, ne? Und nochmal LP, deswegen habe ich jetzt gesagt, gut, brauche ich diesen 4-Teiler-Set nicht. Teile ich das auf die verschiedenen Charaktere halt, ne? Erstmal, ne? Mal beim ganzen Set, der ist stärker. So, beim ganzen Set, so, wartet. Da, gucken wir mal hier rein. So, 4er-Set stellt nach dem Öffnen jeglicher Truhen 5 Sekunden lang 30% LP wieder her. Ja, okay, also nach jeglichen Truhen halt, ne? Dann nehme ich lieber dieses 2er-Set, die 1000 LP und stopfe dann das bei den anderen rein. Und dann gucken wir mal hier. Wanderarzt, ne? Dann haben wir hier Abenteurer zum Beispiel, ne? Oder Glückspilz, aber da habe ich noch nicht so viel davon. Glückspilz.
Erhöht die VTD um 100 Punkte. Was VTD ist? Kann mich jemand aufklären, was VTD ist? So, stellt beim Sammeln von Mora 300 LP wieder her. Hm. Ich fand diesen Set-Effekt von Wanderarzt. War das Wanderarzt? Ja, genau. Dieser Vier-Teile-Set hier, das fand ich halt... Den finde ich ziemlich krass. Weil jedes Mal, wenn man den hittet oder man trifft mit dem Charakter, kriegt man Leben wieder zurück. Ja, das ist das, was du meinst wahrscheinlich, ne? Killer Spaghetti? Genau. So sieht's aus. Ja, das habe ich gemacht. Diesen Wanderarzt. Der hatte das ursprünglich auch, weil ich hier drei blaue Teile eingebaut habe und dann hat er das nicht mehr gehabt. Das war's. Ach, VTD ist Verteidigung. Ah, okay. I hear the voice of fate. Speaking my name in humble supplication. Man könnte rein theoretisch das umändern jetzt wieder, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Wanderarzt halt eben. Den müssen wir noch besorgen. So, Frage nach dem nächsten Rätsel. Gehen wir mal rein. Nico, ich denke mal, das kommt mit der Zeit, ne? Wenn man das mit der Zeit spielt halt. Wir müssen, da kommen noch. She doesn't love him at all. Verschiedene. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. Okay. Any idea what that means? Is this some page stripped from a love novel that you... Oh, so it's not a clue. No wonder someone as clever as Paimon. Paimon. I'm just joking. Take this more seriously, This riddle is hard to figure out. Clear spring. Is it referring to Springvale? Quellingen, ob hier Quellingen gemeint ist, was ist mit dem Rätsel, was ist denn Quellingen? Passion rushing through the clear spring. Aber man kann sich ja entweder doof stellen oder man kann ja sagen halt eben, oh ja, ich bin der Schlauste. Vielleicht, wenn jemand in der Quelle badet. Ist der Wasserstand immer gleich? Ja, nehmen wir das mal. Not a bad idea. Ach. Like when there's a waterfall. It appears the solution to this enigma. Okay, also wir sollen zum Wasserfall hinter Quellingen. Reveal the passion described here. And the heart of the waterfall must refer to the cliff on the left side of the water. The ending. Umgeschaut. Der eisige Stille hat sicher mit der Kryokraft zu tun, die man mit dem gleichen göttlichen Auge kontrollieren kann. Solltest du jemanden bei dir haben, der die Kryokraft kontrollieren kann? Ja, haben wir doch. Vielen Dank, Kea. Nicht der Rede wert. Auf nach Quellingen. So. Ich hoffe, ihr habt alles mitbekommen mit dem Lesen. Wenn ich zu schnell bin, sagt da bitte Bescheid, ne? Dann lasse ich die Texte langsam mal runterrasseln. Ich lese da immer relativ schnell. So, gut, wir müssen jetzt da hinten hin. Abenteuerrang 7 bin ich. Das ändern wir mal gleich. Warum? 492 Meter. Das ist auch eine coole Sache, denn man entdeckt die Länder erst Stück für Stück, wenn man diese ganzen Sachen da, also die ganzen Sachen entdeckt hat. So, jetzt sind wir hier im richtigen Gebiet, glaube ich. Ah ja, genau. Ah, unter Strom. Das ist zum Beispiel auch ein Effekt. Unter Strom, wenn zum Beispiel Blitz auf Wassereffekte trifft, dann ist unter Strom. Und unter Strom bedeutet, dass die kontinuierlich Schaden abgeben in die Umgebung. Das ist auch ein ziemlich guter. Also Überladung und unter Strom finde ich halt am besten bis jetzt. Ne? So, wo müssen wir jetzt hin eigentlich? Dahin müssen wir. Wie kommen wir denn dahin? Wir müssen hier irgendwo hoch. Klettern wir mal hier hoch, ne?
Ja, hier gibt's ja auch einen Weg, ne? Warum nicht einfach, wenn man es auch schnell haben kann, ne? So, wir müssen hier irgendwo hoch. Ach, guck mal da, das ist so ein ganz blöder. Ah, da gucken wir mal. Oha. Da schoss einer. Daneben gefeuert. Ach, das Pavel. So, der hat jetzt quasi... Seht ihr, über den Kopf hat der jetzt Blitzkraft gehabt, weil ich ihn getroffen habe damit. Hat aber jetzt, so wie es aussah, keine Anstalten gemacht, irgendwie zu explodieren. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. So, wir sollen ja dahin, ne? Ah, da regnet's. Ist er jetzt eingefroren? Ja, er ist eingefroren. Kiste öffnen. Oh. Gibt wieder tolle Sachen. Gut, weiter geht's. Da müssen wir hin. Da ist der Zielbereich. Oh, nee, hier ist er. Neues Monster entdeckt. Und noch eins. Was sind das für eins? Ach du Scheiße. Oh, hat er. Halt, Moment. Das ist ein Monster, was sich immer automatisch der Kraft... Oh Gott. Das ist ja gar nicht mal so... überladen. Und eine Stufe 10 haben wir ja auch noch. Zwei von denen, das ist natürlich nicht gut. Das ist ein Feuer auch noch. Der eine hält jetzt still. Keine Ahnung, warum er das macht. Supraleiter. What's the hurry? What's the hurry? Der ist runtergefallen. Oha. Jetzt hat er Feuer. Er hat ja so ein Schild, ne? Sieht man ja. Er castet immer so ein Erdschild. Ja, habe ich schon gesehen. Okay, warte mal. Nehmen wir mal den 1er. Ich will den eigentlich nicht nehmen, meinen 1er.
Ah, dieser da hinten macht mich ja wahnsinnig, ne? Kann das euch befriedigen? Müsst ihr das machen? Dankeschön für den Follow. Sie soll ja leveln. Ja, sag mal, wie lange braucht ihr denn noch? Boah. Oh, der ist jetzt hinüber, oder? Ja, endlich. Also ihr versteht jetzt ungefähr das System halt, ne? Also dieses System, wie das genau funktioniert. Kenntnisse im Kampf? Ne? Ein Schleim, der sich mit einer harten Geo-Umwandlung schützt. Du könntest seine Verteidigung womöglich mit schweren Geo-Angriffen, Zweihändern oder starken Explosionen durchbrechen. Aha, okay. Schutzschilde halten Schaden von einer Figur ab. Bei so viel Schaden jedoch bricht der Schild irgendwann. Kenntnisse, Schilde. Okay. Gut. Haben wir Schilde. Gut, die beiden haben wir jetzt. Ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen, weil da gleich zwei hatten von denen. Da hinten ist ein Schrein, glaube ich, ne? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Der ist hier irgendwo. Gut, dann. Oder ein Teleporter ist das. Quellingen, sind wir angekommen hier. In Quellingen, guck mal an. Hört sich an wie eine Biermarke. Abenteuerstufe 8. Blüte des Flusses. Wichtige Informationen. Und besiege Gegner. Knoten des Flusses, das sind diese kleinen hier. Berühre sie und besiege die Gegner. Damit eine Blüte des Flusses der Elemente erscheint, verbrauchst du ursprüngliches Harz, kannst du unfassbare Schätze bergen. Gut zu wissen. Hier müssen wir irgendwo hin. Alles schön immer einsammeln, was hier rumliegt, ne? Schmeiß das Püppchen hier. Ja, das Püppchen ist gut, ne? So, wir sollen ja da... Warte mal. Ach, hier ist ein Versteck, schaut mal. Eine Kiste. Auch, nehmen wir auch noch mit. Und wir müssen jetzt hier hin irgendwo. Beim Wasserfall. Da hat er doch gesagt, wir sollen zum Wasserfall. Warte mal, erstmal essen wir was, ne? So, fertig. Finde das Rätsel wie beschrieben. Und es ist knuffig, sagt er. Das. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Was war denn das eigentlich, dieses Rätsel?
zeigt nach oben. Aha. Wir müssen noch ganz nach oben, oder wie? Gut. Kommen wir da hoch? Einfach hochklettern. Oder wir gehen ja hier, ne? Ah, hier geht's weiter. Hops, hops, hops. Ah, das sind Stufe 13er. Seht ihr dann an der, seht ihr das an der Zahl? Beziehungsweise an ST.13, das ist gelb. Die sind ein bisschen höher, die ganzen. Na, da sieht man, das sind Eis-Dinger, Kryo-Dinger. Und dann hat man diesen Schmelzeneffekt, ne? Wie viel denn noch? Oh, haben sie Feuer? Machen wir hier sie noch. Supraleiter. Und dann kann man halt die auch noch stacken, die ganzen. Okay, wir brauchen jetzt ihn. Wir müssen jetzt, glaube ich, die drei aktivieren. Sekunden. Kiste. Okay, Hammer. This time the mysteries have all been solved. It sure took a lot of work. But in all fairness, this treasure map really is terrible. Ach Gott, jetzt wieder. It was drawn by a pirate. Okay, aber mal ganz im Ernst, diese Schatzkarte ist so dahin gekrakelt worden, da sieht man ja, dass sie wirklich von einem Piraten stammt. Ja, wo ist das denn jetzt? So, now. Gehen wir gleich zur Stelle auf der Schatzkarte, sprechen wir erstmal mit Kea. Okay, also findet das überhaupt, dass es überhaupt nicht nötig ist, mit ihm zu reden. Also sie ist ja so heiß auf die Schätze halt, ne? Wenn wir nicht bald hingehen, könnte uns jemand den Schatz noch wegschnappen. Das gar. Like the treasure hoarders Kaya told us about. Anyways, Paimon just wants to borrow this. No, you heard nothing. Ja, ja, sie will nur den Schatz sich ansehen, genau. Super mega powerful and do nothing but play. All right, Paimon will save the chit chat for later. Sie mag Schätze. Treasure hunt? Here we go. Ja, das ist ihre Schwäche. Die mag Schätze. Gut, neue Schatzkarte verfolgen. 64 Meter. Oh, warte mal, was ist denn das hier? Oh, da war ein Vogel. Schade, ich hätte ihn einsammeln können. Der kommt aber zurück, ne? Ne, verschwindet. Fuck. Nicht gut. Kiefernzapfen. Wozu das gut ist? Gute Frage. 588 Meter. Was sind das? Gedeih der Elemente. Blüte der Offenbaren. Barung. Okay, warte mal. Die müssen wir noch schnell einsammeln. Es gibt ja immer hier so ganz tolle Sachen. Zu denen musst du schnell rennen. Ja, habe ich gemerkt gerade. So, dahin müssen wir verfolgen.
What? Ich bin abgesoffen. Das glaube ich doch jetzt nicht. Ich bin in einem Teich abgesoffen hier. Mann, die ist aber auch eine schlechte Schwimmerin, nur. Keine Ausdauer mehr, ja. Ein Schwarzrückenbarsch, Moment. Wie sie alle wussten, ne? Keiner sagt was, ne? Keiner sagt was. Ey, Max, deine Ausdauer ist gleich runter, pass auf, du säufst gleich ab. Nö. Da wird nicht... Im Nachhinein dann. Ey, Max, deine Ausdauer. Achte mal auf deine Ausdauer, ne? Lass mich aber erst absaufen. So, Stufe 10. Wieso eigentlich... Oh, habe ich den zu weit rausgezogen? Max, die Früchte, ja genau. So, jetzt den Kaya. Supraleiter. Das ist eine Nuss, ne? Haben wir auch? What's the hurry? Also dieses Figuren-Switchen mit den ganzen Sachen, das muss man wirklich echt trainieren, ne? Oh, was sind das für einer? Also wenn man das erstmal drauf hat, ist das ziemlich cool. Okay, der brennt. Überladung. Kisten, ich weiß. Da kommt noch einer. Wo ist er hin? Die Beeren mitnehmen. Da oben lag glaube ich noch was, ne? So, wir müssen hier hin. Okay, das sieht mir hier nach aus. Ich wusste es. Oha, okay, es sind insgesamt... Lass mal sie mal durch ein Feuer laufen. Ja, die sind gar nicht ohne. Ach so. Verwirbelung? Na, soll ich befriedigen? Müsst ihr das machen? Oh Gott, da ist er aber explodiert. Da kommen noch mehr. Okay, das sind 13er. Jetzt wird's aber nicht mehr spaßig. Windblade.
Okay, der ist weg. Den sammeln wir mal ein. Er hat sich gerade versteckt. Ah, das Feuer, okay. Hat nicht getroffen. Okay. Also wieder, hat sich versteckt. Überladung hat er drauf. Erwischt. Also wie ihr seht, so funktioniert das Spielsystem dann halt, ne? Also es wird dann halt super interessant, weil die Mobs werden ja mal schwerer und da kann man halt diese ganzen Effekte stacken. Sehr gut. Oh, Blüte, das dafür folgendes Herz. Willst du die Blüte aktivieren? Oh, her damit. Ich finde das Spiel, moin, mein Aspekt, ich finde das Spiel absolut cool. Kann ich nichts anderes sagen. Es ist ein sehr interessantes Kampfsystem. Ein sehr reaktives Kampfsystem. Also kein Tap-Targeting, sondern man muss halt wirklich ausweichen. Man muss halt verschiedene Charaktere zusammen benutzen, um Effekte zu stapeln, um Elementarkräfte zu aktivieren. Also ziemlich cool. Mit Nahkampf und Fernkampf. Also finde ich sehr spannend. Das sieht wirklich ein bisschen kompliziert aus, aber nachher, wenn man es erstmal eine Weile spielt, man merkt sich dann ja ungefähr. Feuer, weiß Vista, okay, Feuer funktioniert mit Blitz zusammen, überladen. Oder Feuer funktioniert mit Wind zusammen. Dann kommt dieses Verdampfen. Und so weiter. Oder mit Wasser war das. Eben so mal eben reinschauen, sind 2 Stunden geworden. Oha! Ja, so schnell geht das, mein Aspekt. So schnell geht das. Aufstufen settled für deine Charaktere, genau. Die zum Aufstufen der Level, genau. Mit ursprünglichen Harz kann der versteinerte Baum innerhalb von Sphären, den Baum, aktiviert werden, aber auch verschiedene Blüten des Flusses Elemente, wodurch du die Schätze erhältst, okay? Das verbrauchte ursprüngliche Harz wird langsam mit der Zeit bis zum Maximum wiederhergestellt. Du kannst es aber auch mit Urgestein wieder auffüllen, okay? Ja, gut. Füllt sich automatisch wieder auf? Ja. Die Sache ist die, ich muss mal gucken. Genau hier zum Hochstufen, ne? Wenn du Hochstufen machst, man kann ja jeden Charakter hochstufen. Dann hat man hier einmal diese Helden, eines Helden der Weisheit. Also Figuren-EP enthält 20.000 EP. Das sind diese lilafarbenen. Dann gibt es blaue. Ne, die machen 5000 EP für die Figuren. So, und hier sind das grüne Gedanken eines Streuners, gibt es 1000 EP. Damit kann man seine Charaktere aufleveln. Also ich spare mir die gerade, diese Sachen, weil ich nicht weiß, ob man nachher später noch irgendjemanden bekommt. Ne? Jetzt haben wir den hier schon auf Stufe 7, sie ist auf Stufe 6. Guck mal, sie ist immer noch auf 4, sie muss halt noch leveln und Kaya ist nur auf Stufe 3. Und Lisa, warum ich Lisa nicht kriege, weiß ich nicht. Weiß das jemand? Übrigens, wir haben ein Artefakt bekommen. Geht das wieder los? Artefakte. Zeig mal her, die Artefakte. Archiv man auch, okay, gucken wir mal. Artefakte, da haben wir es nicht. Das ist neu. Angriff, 4,2% Taschenuhr eines Abenteurers. Von Kea ausgerüstet, man sieht das immer, was ausgerüstet ist an diesem Zeichen und hier unten steht das dann, ne? Von Max oder so ausgerüstet. Der hat LP 4,2%. Abenteurer, Z mit 2A, okay. Wanderarzt, das hab ich ja an. LP 4... Also ich glaube, ich... Wo
kannst nur 4 aktiv haben. Lisa in der Teamaufstellung. Okay, muss ich mal gleich hinzufügen. Die eine, die Fischl, die muss ja eh leveln, weil das sind ja zwei Blitzcharaktere. Ich finde die Lisa aber ziemlich cool eigentlich, weil die ja einen AE-Schaden hat, ne? Warte mal, der hat jetzt hier, das haben wir gekriegt, 4,2% Angriff. Das ist neu, schauen wir mal hier, LP 129, LP, hier ist nichts Neues, das ist neu hinzugekommen. Juju-Keks, Hallöchen Juju. Dann haben wir ja, also das ist wirklich nur dieses hier. Ja, das ist schon schwierig halt, ne? Weil ich mache das immer so, wenn ich was Besseres bekomme, weil LP 4,2%, boah, ist auch nicht schlecht, ne? Aber das hier macht Abenteurer-Set. Schaut mal, wir haben, was haben wir denn eigentlich? Wir haben 2 Set-Bonis, Abenteurer und Wanderarzt. Wenn ich jetzt dem nehme, dann hat der Angriff, schaut mal, Angriff 39. Angriff 42, seht ihr das? Max HP hat sich aber verringert. 487 auf 430. Also man kann sich zwischen 2 Charakteren aussuchen, aber das ist völlig egal. Juju-Keks, das sind Mädchen oder Junge halt eben. Oder Frau, ne, also Mädchen oder Junge, oder Bruder oder Schwester, genau. Bruder oder Schwester kannst du dir aussuchen, aber du startest mit einem festen Charakter. Neues Spiel nach Flash, ja? Neues Spiel, ich wollte es ja schon Sonntag anspielen, aber da hat mir der Launcher halt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sodass es jetzt eine ganze Weile gedauert hat, sodass ich das heute erst spielen kann. Mit euch heute, oder heute euch erst das zeigen konnte. Eigentlich hätte ich schon Sonntag gespielt. Welcher war der erste? Der hier. Der erste ist immer der hier oben, Juju-Keks, dieser hier. Artefakte auch aufwerten mit anderen, genau. Killer Spaghetti, du kannst einen von 2 Chars wählen, Junge oder Mädchen, genau. Das sind Zwillinge. Diese aufwerten, genau, das machen wir noch. Ich gucke erstmal, was ich hier aufwerte halt, ne? Also blau ist ja schon mal gar nicht schlecht hier. Die weißen, glaube ich, lohnt sich nicht aufzuwerten. Ich denke mal ab blau. Blau lohnt sich das, weil das, die Artefakte sind ja wie Rüstungsteile, ne? Und alles, was, ich meine, grün, also grün glaube ich nicht, dass jemand grün aufwertet, ne? Also ich würde ab blau anfangen aufzuwerten. Oder was sagt ihr? Habt ihr denn schon grüne Sachen aufgewertet? So, seht ihr? Und das ist jetzt hier das Problem, weil ich nicht weiß, ob ich mehr Angriff skille und weniger HP habe. Weil den Z-Bonus habe ich ja, ne? Wie ihr seht. Wanderarzt ist, glaube ich, besser. Na, dann habe ich nämlich Wanderarzt, sind es 3 Teile. Und beim nächsten Teil würde ich den Wanderarzt kriegen. Würde erst ab 3 Sterne leveln, genau so. So ungefähr, ja, denke ich auch so. Das sieht ja hier plus 0, ne? Das ist die Verstärkung plus 0. Also das könnt ihr mit Waffen machen, mit Artefakten machen. So, weiß lohnt sich nicht. Das macht keinen Sinn. So, mal gucken. Also der hat jetzt auf jeden Fall... Das ist Abenteurer. Wanderarzt. Wanderarzt. Man sieht das halt nicht, ne? Was, wie viel... Also man kann das nicht sehen, wie viele Teile... Also man sieht zwar 2 oder 4 Teile, aber man sieht nicht insgesamt, wie viel. Es müsste ich einfach durchklicken. Ich sag mal hier so. Der hat hier Wanderarzt. Das Blümchen. Abenteurer. 2 Teile. Wanderarzt. 2 Teile. Wanderarzt. 3 Teile. Heißt also, bekomme ich noch einen Teil dazu, dann habe ich jetzt dann wieder diesen Vierer-Set und dann kriege ich ja immer Leben zurück halt. Das ist ein ziemlich starker Bonus übrigens, finde ich, für den Anfang. Mit denen, wenn ihr kämpft, kriegt ihr ja dann eben halt eben die HP zurück, ne?
So, gucken wir mal hier. Sie hat zum Beispiel 4 Asset-Teile, ne? Wanderarzt. Deswegen habe ich das hier so gelassen, diese Ember. Da seht ihr hier. Also Wanderarzt. Und was ist das? Die hat alles Wanderarzt, ne? Ja, alles Wanderarzt. Da können wir den rausnehmen hier und ihr ein bisschen mehr Power geben. Verteidigung 3,9. Nee. Kriegt das hier. Kriegt sie hier noch Abenteuer wechseln. Auch mal grün. Hat sie jetzt 5 grüne, ne? Wie ihr seht. So, hat sie ja noch was. Sie hat hier einmal VTD. VTD. Die hat auch schon alle 4 Set-Teile. Also, Abenteurer hat sie. Ja, sie hat 5 Teile Abenteurer, ne? Da könnte sie jetzt Wanderarzt nehmen noch, aber hey. Sie hat jetzt 4 Teile erstmal an. Soll sie erstmal behalten. Federn? Gibt es da noch irgendwas anderes? Nee. Beides VTD. 3,9%. Das ist Abenteurer und das ist hier Wanderarzt. Also mittlerweile sieht man das. Die mit diesem Kreuz ist Wanderarzt. Das hier mit dieser Uhr ist halt Abenteurer, ne? Das sieht man eigentlich. Nee, nee, PC-Version, Dr. Gonzo. Kannst du nehmen halt eben. Ist kein Thema. Du kannst ganz normal PC installieren halt, ne? So, und dann der Kaya. Bei Kaya genauso. Der hat natürlich keinen Set-Boni, ne? Das ist natürlich peinlich. Aber dafür haben die anderen ja Set-Bonis. Doch, Wanderarzt hat er hier. Hat er, genau. 2 Teile Wanderarzt. Ne, sieht man mit dem Kreuzchen. Wenn die so ein Kreuzchen haben, das ist auch Wanderarzt. Sieht man auch hier sehr schön. Ne? Kreuzchen, Kreuzchen. Oh, hier hat er gar nichts drin. Hier auch wieder ein Kreuzchen. Das ist wieder Wanderarzt. Das ist auf dem Bildchen zu sehen, ne? Mit diesem Kreuz. Und das ist hier Abenteurer. Also man erkennt das schon an den Zeichnungen hier, ne? Gut, können wir mal weitergehen. Haben wir das erstmal jetzt geklärt? Wenn es euch befriedigt. Wie ist das? Dankeschön. Gut. Aber warte mal, haben wir jetzt den? Kosten für ein. Nein, ich muss ja noch einsammeln. Hey, Herr Isnard. Herzlich willkommen. So, diese Sachen, da kann man einsammeln und dann kann man hier zum Beispiel einen Luftwirbel erzeugen. Ja, wo fliegt man hin? Oh, fast. Ah, jetzt anders machen müssen. Ich muss warten, ich muss sie nochmal, wartet. Diesen Luftwirbel zum Schluss einsammeln. Da holen wir mal kurz die Blüte hier. Oh, Eisblümchen. Okay. Das war nicht gut. Nochmal einsammeln. Da oben seht ihr das. Das Ding, ne? Das heißt den. Dann haben wir so einen Ring um uns drum. Dann den. Jo, Mädels und Jungs. Wo geht's hin? Gut, haben wir eingesammelt. Ich glaube, da gab es jetzt nichts mehr, ne? Feuer drauf aufs Blümchen. Ist das eigentlich ein MMO? Ist ein Hart? Nein, nicht ganz. Wie sagen wir mal so, es ist ein Online-RPG, was Multiplayer-Elemente hat.
Ab 16, sagen wir es mal so. Ab 16 kannst du... Kannst du mit anderen Spielern zusammenspielen. Kannst dann auch deren Ausrüstung sehen und so weiter und so fort, ne? Das geht dann alles. So, genau. Warte mal. Achso, mit der Eisblume. Danke, Killer Spaghetti. Gut, warte. Das können wir gleich nochmal testen. Uiuiui, der Hund. So, Moment. Achtung. Ich wollte nochmal was gucken, ob ich da oben was vergessen habe. Nö, haben wir nichts vergessen. Und dann kann man hier hin und her fliegen. Aber nur im Koop. Ja, es gibt also kein PvP. Es sind PvP-Arenen geplant. Was es aber gibt, das sind sogenannte PvE-Ranglisten. Also dein Rang, dein PvE-Rang, den du hast, Abenteurer-Rang erhöht sich, dann eben halt deine Rüstung. So, Eisblumen, Feuer. Feuer, Feuerblume, Feuer, Eisblume, Wasser, Eis. Okay. Komm mal. Oh, gute Frage, Dr. Gonzo. Also das ist doch Eis, aber hier passiert nichts mit der Eisblume. Killer Spaghetti. Und Isenhardt, nur im Koop-Modus, oder? Momentan ist es halt ab 16, kannst du dann Monster jagen gehen mit anderen dann halt. Oder in Herausforderungen. Ah, okay, kannst du. Das ist zum Beispiel auch geil. Kannst du mit aufs Handy nehmen. So, warum geht das nicht, Killer Spaghetti? Ich hab doch Eis. Das ist natürlich auch cool, ne? Muss man ja mal sagen. Das ist natürlich auch super cool. Wenn man das mitnehmen kann. Aufs Handy. Ach so, sag's doch so. Feuer auf Eis. Weil da stand Feuer, Blume, Feuer. Feuer drauf aufs Blümchen. Ach so, ja. Okay. Ja, ich hab's falsch verstanden, weil du geschrieben hast Feuer drauf aufs Blümchen. Dachte ich Feuer, Blume, weil du geschrieben hast Feuer, Blume, Feuer. Hab ich gedacht Eisblume. Okay, alles klar. Ah, genau, jetzt Feuer. Feuer, Wasser drauf. Was? Nein, gar nicht wahr. Macht man doch. Man macht auf Feuer immer Feuer drauf. Dann geht's doch. Wird's doch größer. Wenn überall Feuer ist, siehst du es doch gar nicht mehr. Vorausgesetzt, man hat ein Handy, was das Spiel ordentlich kann. Müsste mal testen. Aua! Der ist geschützt, wa? Ach, was ist denn das für einer? Ein Animo, Auge des Sturms, brodelnde Elemente. Oh, fuck. Okay. Freie Fläche. Okay, der ist immun gegen Animus. Okay. Okay, der fliegt. Okay, der ist entkommen. Gucken wir mal, was müssen wir denn machen? Ein gefährlicher Gegner, Auge des Sturms, der ein Orkangebiet heraufbeschwören und damit fortlaufende Flächenschaden verursachen kann. Nutze die ständig darin entstehenden Windfelder, um die Erdoberfläche schnellstmöglich zu verlassen. Okay, ja, gut. Heute sehe ich das auf halb Twitch, das Spiel, ja. Ich wollte es ja, wie gesagt, am Sonntag wollte ich es schon anspielen, aber leider hat mir der Launcher einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Überladen. So, er hat jetzt den anderen Effekt. Jetzt kommt Eis ins Spiel. Supraleiter. Den zweiten brauchen wir ja nicht. Okay. Boah. Komm nicht raus. Benutzt die Windfelder, um rauszukommen, haben sie gesagt. Okay. Auge des Sturms. Warum muss ich immer mit dem Zeug kämpfen hier? Jetzt ist er unten. So, jetzt aber. Jetzt hat er Eis. Kommt nicht runter. Gut, dann schießen wir halt. Wo ist er hin? Da ist er. Mal sehen, ob ich jetzt auch den Windelementar hier... Oh, ich bin raus. Glück gehabt. Moin, Foxy. Na, das war ja mal ein Satz mit X, ne? Okay. Stumpfes Schwert. Hat er sich jetzt dahin gedreht? So, und damit haben wir jetzt die Karte erweitert, ne? Wie ihr seht. Ach, wir müssen ja dahin. Seht ihr das? Und da haben wir noch nicht mal den Teleporter. Foxy, alles klar bei dir? Einfach mit Fischel abknallen. So, Statue anbeten, genau. Die beten wir jetzt mal an. Opfern. Aktuell vorhanden, verlorener benötigt. Jetzt habe ich irgendwas geopfert. So, ich bin Stufe 2. Und Auftrag abgeschlossen. Ja, Welt ist auch abgeschlossen, Weltquest. Stufe 2 erreichen durch Opferung. Äpfel mitnehmen, die brauchen wir ja auch. The statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animalculi never had a physical form from the start. Ach, das ist ja wieder so eine Feuerblüte hier. Visions collect them to offer to the statues as blessings. Flammblume haben wir auch. Was ist das für einer? Unlike others with powers, you don't have a vision. Besiege alle Gegner. Na, herzlichen Glückwunsch. So keep offering animalculi and maybe you'll receive more blessings. Müsst ihr das machen? Ah, Feuer bringt ja jetzt gar nichts. Nee. By royal
Aua! Die sagen das so einfach, die Gegner besiegen. So schnell da stellen. Muss mal kurz was essen hier. Wenn man jetzt, man kann ja, glaube ich, auch heilen, während man im Bosskampf ist, ne? Man muss ja nicht. Ist ja ein Feuermob, ne? Und wenn er Feuer, Feuerelement Feuer hat, ist er ja gut gegen überladen. Das Problem ist halt immer diese Aufladerei bei dem Bogen, ne? Das hat die Magierin, die Lisa halt, da ist es besser. Boah, was ist das denn wieder für ein Vieh? Wie viel sind das? Oha. Die sind böse, das kann ich euch sagen. Oha, okay, wir müssen mal hier kurz was essen. Die sind nicht ohne. Gleich zwei von den Viechern. Oh, Alter. Da wird man... Alter. Schwede. Oh. Böse Falle. Der ist satt. Okay, wir können nichts mehr essen. Oh, weia. Ist noch wieder einer. Hänge ich da fest? Tschüss. Okay. Der ist runtergefallen. Yeah, what?
Jetzt hängt er da oben rum. Was sagt er denn? Kenntnisse für einen Kampf. Niedrige LP, Gesundheit äußerst wichtig, Finesse hergestellte Gerichte, Besuch und so weiter und so fort. Genau, das hatten wir ja gerade gehabt. Je mehr wir essen und je weniger wir uns heilen, desto schneller werden die Leute satt und dann können wir uns nicht mehr so oft heilen. Wie man sieht, die verfolgen einen sogar, diese Feuerbälle. Also Supraleiter finde ich persönlich sogar noch besser. Okay, nehmen wir mit. Blüte des Flusses. Gut, haben wir auch. Also ich finde den Supraleiter halt ziemlich gut. Also diese Überladung ist ja nicht schlecht, die macht so 80 Schaden. Aber der Supraleiter, wenn man erst feucht, also mit Kryokraft, also mit dem Care erst anfixt, den Mob, dass er eben halt Kryo hat und dann eben halt mit der Fischli oder mit einem anderen Charakter, der eben Blitz macht, den Supraleiter macht, dann verteilt er quasi, dann kriegt er so einen Dot. Und das ist halt, das hilft halt ungemein bei Bossen halt, ne, dieser Dot. Dockern! Dankeschön! Meine Güte! Meine Güte! Vielen, vielen Dank! Moment. Sorgan. So. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. Danke, 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 Sorgan. Auch gut, Foxy, auch gut. Ich war jetzt gerade so ein bisschen gerade so abwesend, weil ich erstmal hier gegen die ganzen Monster kämpfen musste. Ist schon ein hartes Stück Arbeit, das muss man sagen, ne? So, und jetzt, wo kann ich hier das Loadout? Wo kann ich jetzt hier einstellen? Der Killer Spaghetti sagte doch, irgendwo kann ich doch einstellen. Dass ich hier den reinnehme. Wo geht denn das? Oder muss ich das im Loadout hier machen? Figurenübersicht. Ich würde ja die mal gerne mitnehmen. Guck mal, sie ist immer noch Stufe 4. Warum ist sie denn immer noch Stufe 4? Er ist schon 6 und 7 und sie ist Stufe 4 und sie ist Stufe 3. Aber die muss noch ein bisschen mehr kämpfen. Escape und Team. Aha, okay. Ah, okay, gut. Alles klar halt. Okay, also die Lisa kommt dann auf jeden Fall, wenn Fischl hier Stufe 6 erreicht, dann schicke ich Fischl raus und dann kommt Lisa rein, die dann so schnellstmöglich Stufe 6 hochkommt. Dann auswählen und dann klicken, alles klar, gut. Das wusste ich auch noch nicht. Fischl muss erstmal hoch. Obwohl, warte mal, wir können sie ja jetzt schon mitnehmen. Ach nee, warte mal, nee, wir lassen sie noch. Sie muss ja erstmal Stufe 6 werden. So, wir müssen gucken. Wir haben jetzt hier... Ne, das ist schon wieder. Guck mal, da ist schon wieder einer. Okay. Geht schon wieder von vorne los. Da müssen wir auch wieder. Dahin müssen wir. Alles mitnehmen, was auf dem Weg liegt. Bären und alle möglichen. Kann man ja alles brauchen. Hier oben haben wir auch noch was. Besuche einsammeln. Opfere die Statue einsammeln. Oh, Glückssanduhr. Glückspilz. Nice. Ja, haben wir Kapitel 1 erfüllt. Einsammeln. Kapitel 2. Das ist das Abenteuerhandbuch übrigens. Hier, seht ihr? Da sind wir gerade dran. Hier, Stufe 12. Gedeih der Elemente. Blüte der Offenbarung. Ja, da gehen wir ja jetzt hin. Errungenschaften, gibt Loot, ja.
Einsammeln. Exkursionsfortschritt. Da sind wir dran. Exkursionen. Blutdruck, genau. Herzlich willkommen, Blutdruck. Man kann easy aufwerten, genau. Also ich weiß noch nicht, wie weit das Spiel ja geht halt eben und welche Charaktere ich noch bekomme. Deswegen versuche ich gerade diese EP-Bücher noch zu safen halt, ne? Weil ich nicht weiß, welchen Charakter ich dann nachher aufstufen, schnell aufstufen möchte. Nachher finde ich einen besseren. Und dass ich dann den halt eben dann schneller aufstufen möchte. Deswegen versuche ich noch möglichst vorsichtig zu sein mit diesen Büchern halt, um sie aufzustufen. Ein Eichhörnchen. Zuckerblume, Champignons haben wir auch. Oder muss man da nicht drauf achten? Mal so gefragt. Der Blutdruck hat ja gesagt, man kann ja mit den Büchern aufwerten. Hat da jemand Erfahrung? Habt ihr denn die aufgewertet, die ganzen Charaktere schon? Oder habt ihr sie hochgelevelt? So, jetzt aber zur nächsten Herausforderung. Da drüben ist es. Also hast du schon aufgewertet mit den ganzen, ja? Okay. Ach du Schindreck. Stufe 13. Schießen wir sie mal runter. Ach du neues Monster. Geh. Ein Schleim, der sich mit einer Pyro-Ummantelung schützt. Du könntest seine Verteidigung womöglich mit Elektro und anderen Angriffen, die Elementarreaktionen verursachen, durchbrechen. Jo. Ich habe alle, die habe ich auf Max 20. Ich habe alle, die habe ich auf Max 20. Okay. Du bekommst sie bei jeder Herausforderung der Open World und Quest als Belohnung. Finde dich erstmal ins Spiel und viel Spaß dabei. Jo. Gut, da kann man die ja dann, also wenn die dann überall möglich sind zu finden, dann kann man die ja auch einsetzen halt. Ich weiß halt nicht, wie viel es davon gibt halt, ne? 9000! So. Wo ist er hin? Okay, gut. Blitzangriffe. Diese kleinen Biester hier, ne?
Ja, bald ist das Futter aus, ne? Alter Schwede, ich bin doch noch gar nicht raus. Vogelei. Komm, ich hab doch den Schuss rausgekriegt. Da wieder das Schild an. Diese Teleportiererei, ne? Wo ist er hin? Ach nee, jetzt ist er resettet, oder? Huh. Jetzt muss ich den wieder von vorne anfangen. Aua, aua, die sind böse da, ne? Ah, zu dicht dran gegangen. So, geh doch. Na gut, dann versuchen wir das doch mal, ne? Einfach mal aufzuwerten, oder? Was sagt ihr dazu? Testen wir doch mal. Ist ja doch schon ein bisschen. Gut, wartet. Dann müssen wir hier rein. Dann werten wir sie auf. Hochstufen. Hiermit. Haben wir 81 Stück. Stufe 5. Stufe 6. Na, das geht ja hier, ne? Stufe 6. Gut. Machen wir mal Stufe 7. Der hat ja schon Stufe 7. Für mehrere, ja? Ach so, ja, gut. Ah, okay, hier, ja. Ach, jetzt habe ich Stufe 8 aufgewertet. Nein. So, Ember ist Stufe 8. Dann machen wir ihn jetzt auch auf 8. Sie machen wir jetzt auch auf 8. Shit.
Und er kommt auch auf Stufe 8. So. Kannst alle auf Stufe 10 locker machen? Gut, machen wir doch glatt hier. Ich muss noch die Lisa. Das ist Stufe 11. So. Sie auch noch Hofstufen hier? Haben wir keine mehr. So, sind jetzt Stufe 11 alle. Fertig. Haben wir jetzt auch? Kea fehlt noch. So, noch weiter reinhauen oder was? Wir sind jetzt Stufe 11 halt. Oder lassen wir noch ein paar über? Ich glaube, wir lassen mal ein paar über, ne? Gut, dann machen wir jetzt eins. Dann wechseln wir mal jetzt aus. So, Figurenübersicht. Haben wir jetzt alle Stufe 11. Wir können sogar noch ein bisschen mehr machen, ne? Gut, und sie wechseln wir jetzt aus. Ne, warte mal, war das Figurenübersicht? Truppe. Fischl mit Lisa. Wechseln. Here, let me help you. Wie, die war Level 7, Level 8, Level 9, Level 10, Level 11. Also ich lass mal jetzt auf 11, oder? Ach, scheiß drauf. Machen wir noch höher. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ach komm, scheiß drauf. Wir haben's ja. 12. 13. 14. 15. Nein, fuck. Lisa macht noch hier einen schönen... Auch noch mal hochstufen. Schau mal, sind wir sogar bei 15 mittlerweile. Okay, die ist 13. Na gut, ist sie 14, ja. Ja, lassen wir sie bei 14. Na bitte. Hast du die Wachen von denen auch mal verstärkt? Nee, ich glaube noch nicht. Da habe ich bis jetzt noch nicht viel gemacht bei den Waffen. Das hier müssen wir machen. So, müssen wir erstmal gucken, was haben wir denn hier alles? Oh, Moment mal, wir gehen mal hier rein. Waffen.
So, verstärken. Die hatte ich, glaube ich, einmal verstärkt. Basisangriff. Aber es ist nur ein Dreierstern, ne? Stufe 1, Stufe 1. Oh. Das andere sind alles Stufe 3 Sachen. Da müssen wir noch warten. Das 4-Sterne-Schwert? Nein! Ich krieg ja wahrscheinlich noch einen. Das ist übrigens noch ein Schwert, was lila ist. Das ist kein graues, kein blaues, kein grünes, das ist ein lilanes Schwert. Das gebe ich Ihnen doch nicht einfach so. Das wäre, glaube ich, nicht ratsam, ein 4-Sterne-episches Schwert da reinzuhämmern zum Upgraden der Waffe dann halt, ne? Die Qualität ist ja schon höher. Also da würde ich definitiv, also bei 1 Stern sage ich noch, da gehe ich mit halt, ne? 2 Sterne auch noch, aber maximal bei 3 Sterne nicht mehr. Da muss man halt genau gucken halt. Das ist ja ein Zweihandschwert und ich bekomme ja, denke ich mal, demnächst vielleicht sogar noch einen mit Zweihand und er hat dann halt dieses 4-Sterne-Schwert halt, ne? Oder? Fragezeichen, hat da jemand Erfahrung? Ich weiß es nicht, aber da bin ich halt ein bisschen vorsichtig. Ne? So, was hat sie denn für einen Bogen? Achso, zum Ausrüsten meinst du? Ich dachte jetzt, er soll es nutzen. Ja, achso, das kann er nicht nutzen. Das ist ein Zweihandschwert. Stärken, wechseln, warte. Siehst du das? Also er kann nur Einhandschwerter nutzen, der hier. Also ich brauche einen Charakter mit Zweihandschwertern, Blutdruck. So, sie hat einen Bogen. Mal gucken, ob wir das verstärken können beim Bogen. Da hatten wir ja auch welche. Basis 39. Verstärken. So. So. Gut, sie hat Artefakte 2. Guck mal hier. Neu bekommen. Ah, der Glückspilz. So, mal gucken, was wir hier haben. Neu. Wanderarzt. Glückspilz. Sie hat schon ein Zweier-Set. Dann geben wir doch Lisa mal das. VTD. Guck mal, neu. Das haben wir. Glückspilz. Ja, dann geben wir doch das Z hier, Wanderarzt. Was hat sie denn hier eigentlich an? Von Lisa angelegt, das hier. Warte mal, sie hat ja ein Abenteuerset, ne? Oh, warte mal, das geht gar nicht. Was ist das? Abenteuer. Ah doch, das geht. Abenteuer-Set geht. Das heißt, wir können das hier rausnehmen und geben ihr das rein. Wanderarzt hat sie jetzt wie viel? Glückspilz. Das ist natürlich blöd. Ah, okay. Könnte man einen 4er-Set-Bonus geben? Ein Hammer. Machen wir doch. Es war ein weißer, aber egal. So, von Lisa ausgerüstet. Damit hat sie jetzt einen 4er-Set-Bonus. Also zweimal. Hä? Ja. Set-Bonus Wanderarzt hat sie. Gut. Können wir ihr jetzt nichts Grünes anbieten? Das ist Glückspilz. Jetzt muss ich mal gucken, wer hier Glückspilz anhat. So, wartet. Ich muss ja noch kurz hier verstärken. Waffe verstärken hatten wir ja schon auf Stufe 5. Verstärken machen wir hier auch auf 5.
Warte mal, Schwerter. Gar nicht shoot, wartet mal. Der hat hier auch ein Artefakt. Ja, dann nimmt mal hier Glückspilz halt eben. Vielleicht muss der mal... Hauptsache, er hat erstmal irgendwas an. So, ach so. Genau, das wollte ich ja noch gucken. Was hat der eigentlich für eine Waffe an? Einfaches Silberschwert, 60er Basis, Angriffskraft, 2er. Oh, guck mal, das ist Stufe 12. Oh, der hat doch schon mal nicht schlecht. Wieso hat der... Okay, verstärken. Silberschwert. Ach, warte mal, haben wir hiermit? Ach, dafür sind die Kristalle. Na gut, 12 braucht er jetzt nicht. Du hast Barbara gerade bekommen, GZ. Die Babsi. So, verstärken. Warte mal, dann mache ich den doch mal auch hoch. Deswegen wahrscheinlich habe ich auch... Hier, dafür sind die Kristalle übrigens, ne? Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Wow. Na, nicht schlecht. Stufe 11 ist es jetzt. Wir brezeln mal alles hoch hier. Der hat ja schon Stufe 12 hier, verstärken. Vielleicht gehen dann die Monster auch ein bisschen einfacher dann, ne? Na bitte. Gut, warte mal. Für Material zum Hochauswerten nochmal. Eine Stufe nochmal. Dann ist es, ist er bei 12, ne? Okay, dann machen wir das Schwert hier auch auf 12. Dann sind wir hier alle deine los. Aber wir haben ja eigentlich noch genug, ne? Verstärken. Normalerweise müsste man ja die Verstärkung auf die Level der jeweiligen Charaktere hochbringen, ne? Stufe 12. Er hat Stufe 12, Basisangriffskraft. So, und sie kriegt jetzt auch noch. Verstärken. Ja. Perfekt. Jetzt sind wir gut ausgerüstet. Dann ist schon wieder so eine komische... Schaut mal auf der Karte. Da haben wir schon wieder so eine Art... Oh, warte mal, hier ist erstmal ein Teleporter, den müssen wir uns besorgen. Ja, sie ist total cool, weil sie macht hier so eine AE-Bereich, wie ihr seht. Und sie schleudert halt eben mal so eine Blitzer, was ich halt ziemlich cool finde. Man muss halt nicht aufladen, wie bei dem Bogenschützen. Also je mehr man in das Spiel reinkommt, desto cooler wird's halt, ne? Muss man sagen. Wirklich was... Auch was für ruhige Stunden halt, ne? Hm.
das Free-to-Play, muss man schon sagen, ne? Ach, guck mal hier, gibt's wieder einen Schatz. Eis, aha, okay. Come a little closer. You're in for a little shot. You're in for a little shot. Okay, nehmen wir mal einen anderen. Okay, der ist immun, das ist Kryo. Gut, den brauchen wir nicht nehmen. Verwirbelung, ja genau, Verwirbelung ist gut. Es geht schon deutlich einfacher, ne? Oh, neues Monster übrigens, haben wir gar nicht gemerkt. Mit Pyro, aha, mit Pyro-Angriffen. Man kriegt also immer Tipps auch. Genau, Feuer hat er geschrieben. Feuer. Ja, hol dir mal was zu essen, Sorkan. Hol dir mal was zu essen. Ein Döner am besten. Ja, dankeschön. Ja, Mensch, Leute. Und Kartoffelgott7, dankeschön für dein Follow. So, was gibt's hier? Ja, mit dem Zeug. Aha, so wie das aussieht, was ist das? Ist das Wasser? Oh. Falsch. Nee, Wasser ist das nicht. Moment. Sollen das sein hier? Vielleicht Feuer? Da sind irgendwo zwei. Ach, da hinten. Ah, okay, warte, da. Au, oh, das tat weh. Don't be such a brute. Upra leider. Hängt der jetzt da oben oder was? Nö. Müssen wir hier rauf? Da ist er, der Geist. Okay, einen haben wir. Bin ich auch noch nass. Husch, husch. Schnell dahin. Und da hinten ist auch noch einer. Ah, ich habe ihn gesehen schon. Ah, verstehe. Die Rätsel sind ja auch schon richtig cool manchmal, ne? Lampenkraut. Abmarsch. Her mit der Kiste. Ein Reiseschwert, seht ihr? Verstärkungsessenz und ein Langbogen. Bitteschön. So, Teleporter haben wir. Hier oben sind noch zwei. Aber wir müssen erstmal das hier unten fertig machen, weil wir müssen ja hier hin. Und wir haben hier eine Herausforderung. Oh
Okay, das heißt, wir müssen uns erstmal hierhin teleportieren. Berserker-Trinkhorn habe ich auch bekommen. So. Die sind noch verschlossen. Erst ab 28 und der ist erst 22. Gut, das heißt, wir müssen hier hin. Nach Norden. Können wir schon irgendwas kochen übrigens? Ja, hier. Hähnchenspieße. Haben wir gekocht. Nochmal kochen. Ach, es gibt auch die automatische Zubereitung. Diese Figur hat keinen Bonus? Okay. Haben alle keinen Kochbonus? Ah, du hältst mit etwas Glück besondere Gerichte. Hier, guckt euch das mal an. Na. Hier wird gekocht. So, und da gab es sogar noch ein Teviat-Spiegelei dazu. Schaut mal. Automatik freischaltet. Aha. Auch nicht schlecht, ne? So kochen hier. Weiter geht's. Fruchtigen Spieß haben wir gekriegt. 0 von 20 oder so, okay. Von diesen muss man also erstmal jetzt dann kochen, bevor man dann, dann die Automatik freischaltet. Weißkohl, alles mitnehmen. Essen, Essen ist immer gut. Weizen nehmen wir auch mit. Hier ist eine Notiz. Bin in der Stadt zum Trinken. Heute kein Ausschank. Der Besitzer. Was ist das denn für eine... Also das geht ja mal noch gar nicht, ne? So, gehen wir mal hier hoch. Was ist denn hier eigentlich? Ah, eine Kiste. Schaut mal. Das wird runtergefallen. Da ist irgendwie ein... Oh. Öffne innerhalb welche Truhe? Ja, da war ja schon zu spät. Ja klar, war ja klar. Super. Ich wusste es. Das war ja mal wirklich nix normal. Wie man sich... Warte mal, wie? Du setzt dich hin? Wenn du dich hingesetzt hast, wie steht man denn wieder auf? Warte. Steuerung. Gebetsfenster öffnen. F1, F3. Auftragsmenü, Mitteilung aufstehen. Sphärenmenü öffnen. Truppenmitglied, Zielmodus aufsammeln. Gehen, laufen, Steuerung links. Herausforderung. Wie hast du dich denn hingesetzt? Jesse, wie hast du dich denn hingesetzt? Sag mir das mal. Wie setzt man sich denn hin? Aufsammeln, Interaktion mit F-Taste. Seems all the other knights already have their hands full. Oder wo hast du dich denn hingesetzt? Mit F als Aktion. Musst du dann wieder... Ja, da musst du aufstehen. Musst du mit F auch wieder aufstehen. Geht das? Moin! Hallöchen! Solifas.
Wo hast du dich denn hingesetzt? In Mondstadt? In der Mondstadt oder wo? In Mondstadt, da war bestimmt ein Stuhl, ne? Ja, da musst du einmal, ich glaube, geht nicht. Musst du reloggen wahrscheinlich. Ist, glaube ich, ein Bug. Ja, bei Jean nach dem Kampf. Ja, wenn das mit der F-Taste nicht geht. Ich hatte vorhin auch das Problem, dass ich das Menü nicht mehr anklicken konnte. Da musste ich einmal reloggen. Normalerweise müsste das mit F wieder gehen, dass man wieder aufstehen kann. G oder F? Oder X? Steuerung. Versuch mal Steuerung. X, Alt F4. Versuch mal Alt F4. What's the hurry? So, den Teleporter müssen wir noch holen. Ja genau, Wurzeln geschlagen. Arme Jessie hat sich hingesetzt und kommt nicht mehr hoch. Hat was mit dem Ischias wahrscheinlich. So, wir müssen da jetzt runter. Wo ist denn da der Teleporter? Der ist da drüben irgendwo. Ach da. Nee, der Teleporter ist trotzdem nicht hier. Da ist er doch. Steht er doch groß und breit. So, Abenteuerstufe 9, bitte. Geht doch. Den Teleporter haben wir jetzt also auch. Heißt, wir müssen uns jetzt hier hinbewegen. Ganz schönes Stück da bis dahin, muss ich mal sagen. Egal, die Richtung müssen wir gehen. Ja, was ist das Game? Ist ein ziemlich cooles Game. Es ist kein MMO, Solifas, es ist ein RPG. Also ein Rollenspiel mit Koop- oder Multiplayer-Elementen. Es gibt Ranglisten später. Oder es gibt Ranglisten, je nachdem wie dein Equip ist, welchen Abenteuerlevel du hast. Bist du dann halt, kannst du dich in eine weltweite Rangliste. Kannst du dich dann hocharbeiten. PvP-Arenen sind geplant. Weil die sind noch nicht drin. Momentan ist es ein reines... Okay, also ein reines, RPG halt, ne? Reines Rollenspiel. PvE natürlich, ne? Kannst aber deinen Charakter unendlich ausbauen oder deine Charaktere unendlich rausbauen. Du kannst halt eben deine Charaktere sammeln. Es gibt verschiedene 24 Charaktere. Die kannst du alle ausstatten mit Artefakten, also Rüstung, Waffen, Verstärken. Hast also genug zu tun. Diese Charaktere gibt es random oder die kann man sicher spielen. Eine schöne Welt. Kann ich nur sagen, mit vielen Rätseln. Definitiv sehenswert, macht super viel Spaß und macht, also möchte ich sagen, mir gefällt ja diese Grafik, ne, diese Anime-Manga-Grafik. Finde ich super hübsch gemacht. Story toll. Kann man nicht meckern. Ludesion. Herzlich willkommen, 89. Den Kristall, den Silber, den lilafarbenen Kristall, meinst du? Wo wir gerade gewesen sind. Ah, das war dieser Blitzkristall, ne? Wo war denn der jetzt schon wieder? Bin ich jetzt schon weitergelaufen? Der muss ja irgendwo da oben gewesen sein, ne?
Müsste ich mal gucken, welchen Baum? Es macht super viel Spaß halt eben. Muss man sagen. Das Spiel hat Suchtpotenzial, definitiv. Ist was halt eben so für abends, wenn du dann abends nach Hause kommst, deine Ruhe haben willst. Also wenn du Action haben willst, hast du hier natürlich auch, ne? Definitiv. Aber das ist mehr so die ruhige Art. So, hier war doch irgendwo dieser Kristall erstmal, ne? Dann gibt's keinen Schaden, okay? Warte mal. Wo war denn der nochmal? Hier war er, ne? So, was sollen wir jetzt nehmen? Den, Schieß mit Ambers Pfeil, okay. Das heißt, ich muss sie ja erstmal reinnehmen, ne? Ach nee, mit Ambers Pfeil? Oha! Elektrischer Kristall, ja, siehst du mal. Danke! Wusste ich auch noch nicht. Du hast mehrere Charaktere, du hast so eine Art Pokémon-System. So die Fass. Pokémon-Avatar-System kann man sagen. Es geht hier um Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Luft ist die sogenannte Animus-Kraft. Die muss man stacken mit verschiedenen Elementen halt eben. Also da kann man es ja vorne mal zeigen. Ist gar nicht so einfach. Das muss das beste Equip bekommen, alles verstärken, kennst du ja. So, hier zum Beispiel, diese Typen. Die haben jetzt natürlich nichts drauf. Fangen wir mal an hier mit Feuer. Wenn ich die an... Ja, werde ich unterbrochen. So, jetzt siehst du... Okay, der ist natürlich jetzt schon tot, fuck. Alles explodiert. Das war jetzt der Magier, die Lisa. Ach, da waren Sprengfässer. Aber konnte ich jetzt nicht zeigen halt eben. Also sprich, es gibt manche Mobs, die haben halt eben, manche Monster haben halt eben so bestimmte Elementar. Siehst du, der da hinten zum Beispiel. Der geradezu, Stufe 1, hat so eine Art Schneeflocke über dem Kopf. Das ist Kryo. Element Kryo, beziehungsweise... Ja, Kryo ist das. Ist kein Wasser, ist ein Kryowesen. Und Kryowesen sind anfällig halt gegen zum Beispiel Luft, gegen Feuer und die erzeugen halt bestimmte Reaktionen halt, diese Elementarreaktionen. Und da kannst du deine Charaktere, die haben verschiedene Elementarangriffe, zum Beispiel Feuer. Und dann siehst du, kommt Schmelzen. Schmelzen bedeutet quasi, der schmilzt die Rüstung der weg, von diesen Monstern weg. Und dadurch kriegen sie halt mehr Schaden. Der zum Beispiel hat jetzt gar nichts. Aber hatte was, wie du gesehen hast. Auch Kryo und hat dann jetzt durch Feuer eben halt zusammen Schmelzen bekommen. So funktioniert das halt. Bei Bosskämpfen sieht man das halt mehr, ne? Leveln und ausrüsten oder gibt es sowas wie Endgame-Zwecks, Langzeitmotivation? Also ich denke mal, diese Langzeitmotivation, Ludesion, ist, dass du deine Charaktere so weit aufbaust, deine Waffen so weit verstärkst, dass du die besten Sachen von allem hast, damit du in der Rangliste, in der weltweiten Rangliste ganz oben stehst. Ich denke mal, das wird diese Motivation sein oder später dann halt in den Arenen halt besser kämpfen kannst oder in den Herausforderungen mehr Equip, besseres Equip bekommen kannst, um wieder weiter zu uppen. Da war eine Kiste am Wasserfall. Ja, hat er recht. Der Thorsten, also der Killer-Spaghetti, der hat ein Auge wie ein Luchs, du. Schaut mal, echt, was wir alles heute schon hier bekommen haben. So, Jesse, was ist mit dem Aufstehen? Hast du es geschafft? Also das ist diese Langmuss-Motivation halt, ne? Dieses, denke ich mal, erstmal. Da wird natürlich einiges noch kommen. Das Spiel ist ja frisch gerade erst auf den Markt gekommen. So, wir müssen jetzt hier Richtung Quest, ne? Unterwegs nehmen wir hier noch den mit. Huh.
Ist ein sehr schönes Spiel, ja. Das kann man für länger spielen. Halt eben, es ist halt eben, du hast da keinen Drang. Du hast da jetzt keinen Drang, unnötig jetzt Equip und Verstärkung und so weiter und so fort zu farmen, sondern du kannst so spielen, wie du möchtest. Und ab Stufe 16 kannst du ja dann die Herausforderungen gemeinsam. Oh, da zum Beispiel, ne? Warum renne ich eigentlich weg? Oh, siehst du, das ist immun. Das sehe ich sehr häufig bei anderen Streams. Die hauen da drauf, obwohl die Mobs immun sind. Okay, also da siehst du, das ist jetzt, der ist jetzt getaggt. Ja. So, die haben jetzt quasi über den Kopf, haben sie jetzt alle so eine... Was natürlich jetzt... Also diese Bogenschützen, die müssen sie noch ein bisschen besser machen. Weil die verbrauchen echt beim Bogenschießen viel Zeit. Jetzt hat er Feuer. Und jetzt hat er überladen bekommen halt, ne? Also Feuer und Blitz zusammen ergibt zum Beispiel elementare Reaktionen überladen hier an Sulifas, weil er vorhin gefragt hatte. Gibt also verschiedene Effekte. Jetzt unter Strom, das ist ziemlich krass. Jetzt haben sie Wasser, ne? Jetzt sieht man halt Wasser. Jetzt könnte man ihn nehmen hier mit Kryokraft. Regensteine. Man muss es halt üben, ne? Es ist halt wirklich wichtig, dass man halt übt und sich auch so ein bisschen da an das Spiel rantraut. Aber das Spielsystem oder beziehungsweise das Kampfsystem ist sehr interessant. Aktives Kampfsystem, kein Tap-Targeting. Man muss richtig ausweichen. Also jetzt bei den kleinen Mobs ist das alles egal, aber nachher, wenn ihr so Mini-Bosse habt, wir hatten ja schon mehrere, ne? Da sieht es dann schon anders aus. Ja, genau, Ludi, genau, richtig. Da schießt sie richtig schnell, genau. Oha, hier zum Beispiel ist wieder so ein Stufe 7 Mob. Mal gucken, das ist ein Wassermob, der ist perfekt, um ihn halt einzufrieren. Okay, die sind gegen, also wie man sieht, das ist Kryo, wird man eingefroren. Ach, man hat ja die Leertaste. Supraleiter, wenn das Kryo auf Blitz trifft, Supraleiter. Also ich mag die Lisa halt sehr gerne, ne? Das ist eine ziemlich coole Magierin. Ja, fangen. Man muss da halt so ein bisschen erstmal in das Kampfsystem rein. So, gut. Dann müssen wir in die Richtung. Sind wir da runtergesprungen, ne? Da oben. Hier müssen wir hin. Das heißt, wir hätten den Weg folgen müssen. Sonst müssen wir wieder zurücklaufen. Die Babsi. Muss ich mal kurz gucken. Wir müssen hier zurück auf den Weg. Wir wollen erst den Teleporter haben, weil sonst müssen wir nachher wieder zurücklaufen, wenn wir irgendwas... Erst den Teleporter finden. Aha! Oh, sind wir ja richtig auf dem Weg, ne? Hier rüber.
Überladung. Es gibt zum Beispiel Monster, die zum Beispiel gleich von vornherein das Element haben. Und dann gibt es eine fette Überladung. Mann, die zieht aber ab. So, jetzt sind wir richtig hier. Gut. Naja, wir sind doch in die falsche Richtung. Wir müssen doch da runter. Der Teleporter muss doch irgendwo da unten sein. Hier ist so ein Tempel. Das ist eine Herausforderung. Gruppenherausforderung. Kommt dann mit Stufe 16 halt. Stufe 12, was ist das denn? Elektro. Also Feuer. Ne, Quark, Wasser. Supraleiter. Und dann ist das alles ein bisschen einfacher halt, ne? Man kann auch noch schmieden und so weiter, ne? Also Berufe ausüben. Also es geht noch viel, viel weiter. Ich will jetzt nur den Teleporter holen, um dann in der Quest weiterzukommen. Die Daubter Schlucht. Wir müssen jetzt mal hier hoch. Na bitte, da mal den Teleporter. Ich finde auch dieses ruhige Ambiente halt, ne? Das ist halt zum Beispiel auch ziemlich wichtig bei dem Spiel, was das Spiel auch so ein bisschen auch abrundet. Also dieses ruhige, dieses Entdecken der Welt, das Erkunden der Welt. Einfach mal ohne Stress, ne? Ja, jetzt sind wir gleich da. Finde den Ort. Ja, ich glaube, der ist unten. Denke mal, dass das hier unten ist. Das sind also die Ruinen von Arcadia. Is it just me? Or does it look... Oh, Paimon gets it. The perfect disguise is always in plain sight. Die Paimon. Die ist so knuffig, die Paimon. Kaya's grandpa sure is impressive. Oh, mice. It's no time to get suspicious. We're close. Ja, sei nicht so ein Angsthase. Wird schon nicht sein. Ja, nee, ist klar. Drin warten ein Schatz auf uns. Die ist so heiß auf Schätze. Verlorene Schatz von Arcadia. Nehmen wir mit. Herausforderung als Einzelspieler. So. Ja, perfekt. Herausforderung starten. Ach ja, genau, das ist auch noch wichtig. Wenn man Elektroangriffe im Wasser startet und die Mobs haben unter Strom, dann ist das ziemlich gefährlich, weil man selber nämlich dann auch unter Strom abkriegt. Das ist so ein bisschen ziemlich cool gemacht. Was sind das für Mobs? Grün, ne? Ja, Feuer. Genau, das ist dieses schnelle Schießen, was Ludicion gesagt hat, ne?
Einer kommt noch. Ach, das sind wieder zwei Fallen. Ach, war mir klar. Besiege die Monster innerhalb von 60. Come a little closer. Und explodieren. Feuer frei. Bumm. Was? Hab's doch noch geschafft. Wie meine Schwester und die tanzt. Ah, okay. Woher hast du denn Barbara gekriegt, bitte? Vor der Wiedergeburt, alles klar. Ja, wo bist du, mein Schatz? Ja, wo bist du nur, mein Schatz? Na, mal gucken. Let's look around. I'll save you the trouble. Ach, das ist der Pirat. How about you let me take over? Jemand von den Schatzräubern. Sharp eye, but too slow. I'm Izzard. I thank you both on behalf of the tri- We've been keeping a low profile. How did word get out? Okay, ich verstehe euch ganz gut. Gehen wir mal weiter. Du solltest die Stärke nicht unterschätzen. My gang is just outside waiting for my order. However, they're not... I'm sorry to rain on your parade. But your gang won't be participating in your current plan. If you'd like to ask why, you can go see them. In Mondstadt prison. Or perhaps you'd prefer to join them permanently. The knights. Hey, die Ritter. It's Kaya. Kaya, he wants to steal your treasure. Ja, nee, ist klar. Ja, sie sagt jetzt, dass er den Schatz stehlen will, obwohl Paimon den Schatz stehlen will. Oh, almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry. But there wasn't any treasure to begin with. You came all the way for nothing. What? No. Did Kaya just say there isn't any treasure? You got me good. Es gibt keinen Schatz. Didn't think the knights would resort to such tactics. A thief has no right to criticize the methods of the Knights of Fav- Wait, what are- You're not gonna get me. Okay. Oh god. What is this? I didn't mean it. Ach Gott, was ist das denn jetzt? What a troublemaker. You, nice. Neues Monster. You're gonna watch me die, are ya? 41-19. What an interesting suggestion. Fine. Okay, also da ist er gegen den Moon. Quietly, please. Just help me. All right then. Guess I will have to do some overtime work after all. Come a little closer. Okay, da ist ein, okay, das funktioniert. That's more like it. Jetzt ist er auf Feuer. Schmelzen. Okay, er wirbelt. Lass mal gucken. Geh. Ihre größten, ein Ruinenwächter. Ihre größten Schwachstellen sind ihr Kopf und ihr freiliegender Kern am Rücken. Wenn du es schaffen solltest, diese Stellen zu treffen. Ja, dann geht's weiter. Okay. Urine for a little shot. Blitz. Right.
Okay, den haben wir. War doch gar nicht so schwer. How embarrassing. Having my life saved by a knight. Don't forget what you promised. Or that thing will be the least of your worries. Hey, is this how the Knights of Favonius treats the I'm just joking. All right. Sir, yes, sir. Sehr wohl, Herr Rittmeister. Captain, should we take the... what? Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. Die Ritter sind 100% useless? Ja, sowas von, ne? Aber es geht ja um die Story halt, Solifas. Ah, die Informationen waren falsch. War voll gemein von dir, eine Schande für den Ritterorden, dass es keinen Schatz gibt halt, ne? Alright, alright, stop it already. Hör auf zu weinen. Wenn es euch befriedigt, müsst ihr das machen. Though the treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you? Otherwise, you would have informed me of your intentions, no? Das ist die niedlich. Ach, die ist so knuffig. Let's go. Heimann's done talking to him. Ah, jetzt ist er eingeschnappt, weil sie keinen Schatz kriegt. Just a sec. You did help me out. So you do deserve a reward. Hab mir einen Gefallen getan, deswegen ein Dankeschön ist mehr als angebracht. Oh, das Schwert ist bekannt unter dem Namen Sieg, verheißendes Schwert der Morgendämmerung und steht, wie sein Name angedeutet, für Sieg und Licht. Dämmerung und Dank für eure Taten. Ja, Schwert, her damit! That's right. It suits a well-cultured and disciplined person. Well, if the reward is this Harbinger of Dawn... You'd forgive me, right? I'm honored to have such an understanding for... Yes, yes. You have my apologies for the deception. Sie ist bestechlich, sowas von bestechlich hier. Ihr habt Paimon völlig im Griff? What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Oh, also die Verdächtigen verhören. Do come visit me at our headquarters when you have the chance. Und wir sollen jederzeit zum Ritterorden vorbeikommen und ihn besuchen. Also, auf bald, sagt er. Geheimer Piratenschatz, Akt 1 abgeschlossen. Herausforderung bestanden. Oh, guckt euch das an. So. Ja. Das war die Herausforderung. Ich denke mal, das wird so mit 16. Ich weiß nicht, ob da einige Leute von euch schon Stufe 16 seid. Aber das wird dann hier, denke ich mal, so auch funktionieren. So, warte mal, das sind Eisblumen, ne? Gut, also haben wir das auch. Hier hinten ist noch ein Teleporter, den müssen wir noch besorgen. Und hier ist noch ein Schrein. Hier war ein Seekrebs, den nehmen wir nicht. Na, easy, Black Rocks. Alles gut bei dir, mein Junge. Windstieg. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Oh, fuck. And now we make party! Nein. Black Rocks. Mignon. Dankeschön, 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 Black Rocks. Moment mal, da muss ich jetzt auch hier wieder mal. So, wieder. Zack, zack, zack. Vielen, 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 vielen Dank an Black Rocks auch, ne? Freut mich auf jeden Fall. Geil.
What's the hurry? Genau. So sieht's aus, Olifas. So sieht's aus. So, wir müssen da jetzt erstmal hoch. Sehr schön. Killer Spaghetti hat auch noch mitgemacht hier den Hype. Genau. Olifas Hype. Der ist mega gut. Ja, auf den bin ich ja super gespannt, Black Rocks. Da bin ich ja dahin dabei. Also das Spiel, muss ich sagen, es hat mich schon angefixt, ne? Ich hätte es ja am Sonntag schon gestreamt, aber mir hat ja der Launcher einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hatte ich aber, glaube ich, erzählt, ne? Hatte ich dir erzählt, ne? Black Rocks, du hattest doch, du warst doch der Erste, der das gestreamt hat am Sonntag. Da war ich doch bei dir gewesen, ne? Da hatte ich doch gesagt, dass ich das doch, ne? Das war doch. Ja, genau, so war es doch, ne? Genau. Und bei mir hat er dann falsche Launcher-Version gemeldet. Ich hatte den geschlossen, hatte ihn aufgemacht und dann hat er mir gesagt, falsche Launcher-Version und dann durfte ich alles wieder von vorne anfangen mit 0,2 MB. Boah ja, und dann bin ich irgendwann fertig geworden. Und gestern Abend habe ich das erste Mal dann gespielt und jetzt bin ich die ganze Zeit am Suchten, wie ihr merkt. Montagmorgens, genau. Also der erste, den ich gesehen habe, ne? Den Black Rocks halt, ne? Ich war doch gleich bei dir gewesen. Also nicht bei ihm zu Hause, ne? Bei Black Rocks, sondern bei ihm im Stream halt, ne? Übrigens halt, wer Black Rocks nicht kennt, ne? Wir haben ja mehrere Streamer hier, ne? Wenn ich da mal sagen darf. Der Black Rocks, die Jesse Lutz und der Foxhall. Das sind alles super liebe, nette Streamer. Und wenn ihr mal Lust und Zeit habt und ihr wollt mal wirklich liebe, nette Streamer sehen, Streamer und Streamerin, Jesse Lutz ist eine Streamerin. Foxy ist ein Streamer und der Black Rocks auch. Ne? Oh, ganz vergessen, wo kommt er denn jetzt her? Der Spunky Beat ist ja auch noch da, er ist ja auch ein Streamer, also, ne? Kenne auch einen. Genau, Spunky, Mensch. Das Spunky-Beat auch noch. Also, Foxhall, Jesse Lutz, Black Rocks und Spunky-Beat. Wenn ihr da Lust habt, mal reinzuschauen, dann macht das. Das sind wirklich super nette, liebe Streamer und die streamen auch schon eine ganze Weile. Und ihr habt, die sind ja mit mir zusammen schon eine ganze Zeit, schon, sagen wir mal, über Jahre jetzt. Sind ja schon mehrere Jahre jetzt, sind wir gemeinsam alle den Weg gemeinsam gegangen, des Streamers und der Streamerin, also Jesse Lutz, ne? Und der Sorkan, natürlich der Sorkan auch, Mensch. Der Sorkan, ja Mensch, Junge, Sorkan ist ja auch noch ein Streamer. Ne? Langjährige Begleiter, wirklich, super nett, also schaut mal da rein und hinterlasst doch gerne mal bei allen. Spunky Beat, Jesse Lutz, Sorkan, Black Rocks. Ne? Habe ich jetzt jemanden vergessen? Einen Follow. Sind super nette Leute. Glaub mir. Genau. Also. Und ich schaue da auch immer regelmäßig rein bei den Leuten. Auch wenn sie mich manchmal nicht sehen. Ich lurke auch sehr gerne. Aber ist auch, glaube ich, verständlich, wenn ein Streamer die ganze Zeit streamt, dann ist er halt eben auch gerne und möchte auch mal Ruhe und einfach mal genießen. Und das mache ich regelmäßig bei den Streams. Warte mal, was hier? Oh, guck mal hier. Hier ist eine. Da kommen wir gar nicht ran. Achso, wir müssen ja hier hoch. Nein. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja mal ein Satz mit X. Ja, mach das mal. Genau. Nee, das sind wirklich super nette, liebe Streamer. Na, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ah, ich hab's. Aber mitgenommen. So, wir müssen ja noch zu den Teleporter.
Bin nur redefaul, ja genau, so sieht's aus. Wartet mal kurz. Ich muss mal kurz was hier schreiben. Kleinen Augenblick. Bin gleich wieder da. Seems all the other knights already have their hands full. So, mal gucken. Das ist der erste. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben, ne? Das ist der nächste. I didn't know you were such a slacker. Das ist noch Jesse Lutz. Habe ich jetzt alle? Spunky, Blackrock, Sorgan. Habe ich noch. Und Foxy. Foxal. Das sind die ganzen Streamer, die jetzt wirklich jahrelang mich begleiten und ich auch die begleite halt, ne? Wo ich regelmäßig reinschaue. Wollte ich jetzt nochmal so der Vollständigkeit halber machen. Also wie gesagt, wenn ihr da mal Lust und Zeit habt und euch mal langweilig ist, dann gerne auch bei den anderen Streamern definitiv mit reinschauen. Die sind wirklich super nett und haben immer spaßige Sachen. Jeder hat seine eigene Art und das finde ich halt gut. Und ich kenne ja die Leute auch schon länger. Oh. Also wir müssen jetzt dahin. Das ist Döner, genau. Schon wieder, Sorgan. Dankeschön für den Cheer. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, da müssen wir, da kommen wir noch gar nicht rein, ne? Wir müssen ja noch hier zu dem Teleporter. Dahin. Ach Mensch, ich habe ja eine Minimap da oben, ne? Kann man die eigentlich auch... Ach, guck mal, da kann man auch draufklicken. Nice. Deswegen. Ach, shit. Müsst ihr das machen? Brackrom, Dankeschön für dein Follow. Stufe 22? Die wollen mich jetzt verkackeiern, oder? Das ist wieder so ein Boss. Ach, den muss ich wahrscheinlich... Und der hat noch zwei 22er mit. Ach nee, kann man den umgehen? Weiß gar nicht, was das für einer ist. Ach, ein Schildfuzzi. Wissen wir mal Bescheid. Oh, oh, oh. Überladung? Blitz. Okay, den haben wir. Oh Gott, Glück gehabt. Ah, ich muss mal gucken, was macht der eigentlich? Das ist zum Miniboss übrigens. Mieter Schul mit Holzschild. Dendro-Holzschild ist ab. Entflammen. Lässt sich irgendwie entflammen? Genau, das haben wir fast. Das Schild muss weg. Na, also ihr seht, das Schild brennt runter. Okay, er hat kein Schild mehr. Also aber ziemlich sauer ist er jetzt. You're in for a little shock. Come a little closer. You've been a naughty boy. Oh, 226. Überladen hat er auch. Wo ist er hin? Da hinten ist er. Ah, der macht Gift irgendwie. Hat wieder ein Schild. Bet you can't keep up with me.
closer. Okay, das war nix. Verwirbelung. Ju, na bitte, das haben wir. Alles klar, bis später, Zockern. So, Paul Hüttner, klick mal oben rechts auf das Buch, wo das Fragezeichen steht. Da kannst du noch einige Sidequests fertig machen, falls du es noch nicht wusstest. Oh, okay. Das ist interessant. Da gucken wir doch mal gleich, ne? Das meinst du hier wahrscheinlich, ne? Ah, hier, einsammeln, Kapitel 2, rohes Geflügel. Kopfgeld. Da haben wir noch Gedeih der Elemente. Meintest du diese hier? Diese Kopfgeldjagd? Stufe 12. Oh, guck mal, hier haben wir auch noch. Aha, ja. Okay, also verfolgen. Genau, das war ja da oben hin noch. Den machen wir jetzt gerade. Gelöbnis-Cup. Ah, okay, das ist gut. What's the hurry? Oh, ich habe die Kiste vergessen mitzunehmen. What's the hurry? Dodge this. Oh. Worte eines Abenteurers. Oh, ein Goldkelch des Abenteurers gefunden. Ja, warum nicht? Die Exkursionen. So. Exkursionen, okay. Opfere der Statue 7 im Gebiet der Mondstadt und erreiche Stufe 4 dabei. Ah, okay. Besiege einen Kryo-Abgrundmagier. Ah, okay. Die beiden fehlen noch und bei Kopfgeldjagd sind die auch noch, weil die sind alle Level 12. Sollten wir eigentlich schaffen. Die sind schon grün. Oh, was ist da oben? Ist das ein Teleporter oder was ist das? Moment, ist das hier Luft? Aha, seht ihr? Hab ich's mir doch gedacht. Löwenzahnsamen haben wir auch noch, seht ihr? So einfach ist das. Einfach alles einsammeln. Die Abgrundmagier sind scheiße. Ich hatte, glaube ich, einen, der so mit so einem, ist das einer, der so einen Golem hat? Da hatte ich doch letztens einen. Gestern Abend, glaube ich. Wenn das einer war, ne? Was ist denn das für einer da hinten? Stufe 15, na bitte. Okay, der ist im Mond. Gut, erwischt. Diese Schwebenden mit Schild herum hat es vorhin mit einem mit Feuer. Ach so, ach die. Ja, die sind ein bisschen. Was ist denn das da oben für ein Portal? Schaut mal da unten, da gibt es wieder was zu holen. Kommt man denn da hin auf das Portal?
Ah, es war ja klar. Aber das Schöne ist, das sind direkt Blitzmobs. Die haben immer überladen, wenn die getroffen werden mit Feuer. Stufe 18. Da muss noch einer sein. Oh, dann nehmen wir hier gleich noch die Bärchen mit. Die Dämmerfrüchte sind das, ne? Wo ist er hin? Wo ist denn der Geist? Hier war doch gerade ein Geist. Da hinten ist er. Hopp, hopp. Zum... Genau, dahin wollen wir. Ja, dankeschön, Captain Keule. Vielen Dank. Jetzt bin ich hier schon wieder... Hier muss man erst daran zwingen, so. Einer fehlt noch, ne? Vielen Dank. So. Moment mal. Da hinten rennt noch einer rum. Und die Kiste, wie kriegen wir denn die? Ja, der fliegt ja natürlich genau da, wo er nicht hinfliegen soll. Abmarsch. Der will mich ein bisschen ärgern hier, ne? Da wirst du noch rausbekommen, sagt er. Ja. Moment, falsche Richtung. Nee, ist richtig. Und nu? Muss Griff mit Lichtgeschwindigkeit voraus. Ja, sehr schön. What? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach, hier drüben. Muss Griff. Hier regnet ja alles. Kiste. Ach, es war ja so klar. Ah, das sind Wassermobs, ne? Oh, das wird böse. Bumm. Also, Nassmobs auf jeden Fall gut. Verdampfen. I'll race you there.
Haben wir ihn gleich. Also die Magierin, die macht schon Spaß, ne? Die Lisa. Komm ein bisschen closer. Oh, das war gar nicht gut, Kryo. Hau da ab. Ja, das war's. Also, die Lisa ist schon echt gut drauf, ne? Muss man mal sagen. Urgestein, das haben wir also auch. Luft, Wasser, Erde, genau. Falls du ein Hyo mit einem Zweihand hast, die sind sehr stark gegen Schleime mit einem Schild. Habe ich leider noch nicht, Black Rocks. Habe ich leider noch nicht. Max-Level ist pro Charakter 20, Captain Keule. 60? Ich dachte, 20 sind die alle, ne? Oder? Kann man das nicht sehen? Ich glaube, hier steht doch 15 von 20. Stufe 15 von 20 ist doch Max-Level. Oder habe ich da was verpasst? Oder kann man die noch weitermachen? So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Barbara und Lisa, ja. Barbara und Lisa sind gut, ne? Also ich habe die Babsi ja noch nicht. Da hinten ist so ein Eismagier. So einen brauchen wir doch. Hatte doch vorhin der Paul Hüttner gesagt. Ist der Paul Hüttner noch da? Der hat doch gesagt, wir sollen doch da diese Sachen machen. Und da war doch so ein Eismagier bei. Ja, das ist doch so einer da hinten, ne? Ah, ich wusste es. Ich bin auch nicht mal hinten dran. Schmelzen. Oh, die hauen. Urine for a little shock. Blitz. Oha. Ich glaube. Okay, Kryo gegen Kryo ist blöd. Oh. Tschüss. Na, Evil. Evil Ari, herzlich willkommen. Ah, oh, das ist die falsche, okay. Ah, okay. Gut, aber wir haben den jetzt da gerade runtergeschubst. Ich glaube, der ist jetzt gestorben. You're in for a little shock. Let's spark things up. Okay, die sind immun. Schmelzen haut ja schon richtig rein, ne?
So, jetzt sind wir hier auf dieser Insel gelandet. Und keiner weiß warum. Gehen wir mal durch das Portal wieder. Aha. Öffnet sich für Abenteurer der Stufe 20. Na bitte. Ja, verbleibe ich jetzt hier auf der Insel? Oder wie geht das jetzt hier? Rüberschwimmen wird ja wohl nichts. Ach, ich bin ja auch ein Depp, ne? Man kann ja auch sich teleportieren. Man muss ja nur die Teleporter benutzen. So. Weil hier war nämlich noch eine Kiste. Einfach wegporten, genau, ja, ja. Hier oben war eine Kiste, da müssen wir nochmal hin. Da ist eine Kiste, guck dir das an. Das sind, glaube ich, Eismobs. Okay, die sind immun. Das sind Luftmobs. Okay, 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 okay. Eieiei, das ist ja... ...263 Schaden. Oh, ah, okay, ich verstehe. Man muss bei der Lisa, man muss darauf achten, dass man auch Ausdauer hat, ne? Weil die Sprüche und die ganzen Kampf... Also die Zaubersprüche verbrauchen auch Ausdauer. Darauf hatte ich gar nicht geachtet. Da muss man wirklich auf der Ausdauer ein bisschen gucken. So, den haben wir auch mitgenommen. Da war aber hinten noch eine Kiste. Oh, guck mal, was wir hier alles gefunden haben. Da, sag ich doch, da war die Kiste. Ist das ein Offline-Game? Fragt Evil Ari. Nee, das ist ein Online-Game, was man aber, so wie Zelda halt eben, online spielt, aber trotzdem für sich spielt. Es hat dann so Rollenspielelemente, RPG-Elemente. Ne? Also es ist halt jetzt kein MMO im klassischen Sinne, sondern es ist ein... Rollenspiel, so wie Zelda. Eine Mischung so ein bisschen aus, ja, das ist jetzt meine Meinung halt. Avatar, Pokémon und Zelda halt. Super, macht super viel Spaß. Ja. Kann ich nur sagen. Und ich mache jetzt auch keine Werbung für das Game oder sowas, ne? Sondern das ist einfach, ich mag solche Games halt, ne? So Anime-Manga-Style. Die Grafik, so das ganze Spielen, es ist leicht verständlich, es ist was, es ist nicht so schwere Kost. So, wie komme ich denn da jetzt rüber, bitte? Ah, wartet mal, jetzt weiß ich's. Ja, es ist auch sehr schön. Wie weit kann man denn noch fliegen? So.
Ist sogar Free-to-Play Evil. Ah, genau. Es ist Free-to-Play. Das kannst du dir runterladen, das Spiel, von dem Hersteller, und dann kannst du spielen. Ist also kostet nichts. Ja klar, wenn du nachher später deine Equip und so weiter aufwerten willst oder spezielle Charaktere haben willst, die man sich lange Zeit erspielen muss, kann man sie natürlich auch gegen Geld halt eben glücksmäßig Gacha-System, also Stichwort Gacha-System, kannst du natürlich auch Glück haben, dass du die besten Charaktere bekommst. Ne? Ja, es ist kostenlos. Es ist Free-to-Play. Es hat aber so eine Art Item-Shop halt, ne? Aber es ist jetzt nicht so... Es ist halt viel mit Glück, so wie BDO halt. So, das haben wir jetzt auch, Leute. Ja. Ich bin erstmal fertig für heute. Also, fertig für heute, jedenfalls mit dem Stream. Denkt dran, morgen. Morgen geht's weiter mit dem Stream wieder auf Twitch, denn wir spielen morgen. Ist der Solifas da? Weiß der Solifas, wenn der Solifas noch da ist? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er ja auch schon wieder weg. Ich sehe ihn jetzt nicht, aber wir spielen morgen wieder Monster Hunter World. Hatte ich ja auch den Leuten versprochen. War spaßig. Ja, war spaßig mit euch. Vielen, 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 vielen Dank für all euren Support heute wieder. Ja, einfach runterladen, Ari. Dauert ein bisschen. Und dann rechne mal so 1 bis 2 Tage Downloadzeit, weil die Downloadzeiten sind sehr schlecht. Und dann kannst du spielen. Also es ist Solo. Es ist ein Solo-PvE-Rollenspiel. Mit Stufe 16 hast du dann Gruppenelemente, wo du dann halt mit anderen Spielern zusammen eine Herausforderung starten kannst. Es ist so ein bisschen so von beidem. Gerne, Evil. Gerne. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Macht was draus, spielt noch fleißig, ne? Bleibt gesund. Wir sehen uns dann morgen. Wenn ihr Lust und Zeit habt, kommt da einfach vorbei. Wieder so ab 17, 16, 17, 18, 19, 20 Uhr fange ich dann an. Gibt Monster Hunter World, da spielen wir weiter. Jo. Tschüss.